Ah, schön. Sehr schön. Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, wir spielen wieder Morrowind. Juhu. Sehr schön, ne? Und ja. Wir spielen weiter. Wir spielen unseren magischen Dieb. Und ja, wir sind in die zweite Stadt gekommen. Haben das Startdorf hinter uns lassen. Und ja. Wir schauen uns heute ein bisschen um, ne? Wenn man in den Stream-Titel schaut, da ist ganz schön viel, was ich heute vorhabe. Ich weiß nur nicht, ob ich heute alles schaffe, was ich mir so heute vornehme. Ja, das ist halt die Frage. Zum einen, wie soll ich sagen? Ne, sehr gern. Plups, alles kaputt. Oh Gott. Brauchen wir noch ein bisschen Musik. Was ich vorhabe heute ist erstmal ein bisschen Diebes tun, ne? Dann den ganzen Ort erkunden und dann Alchemie noch und wir gucken, ob wir vielleicht noch irgendwas Interessantes finden im, sag an, im Dingens, im Kerker. Genau, im Kerker. Da sitzen ein paar Leute drin. Und vielleicht habt ihr ein paar Infos zu ein paar Diebesgilden oder so. Ich habe zwischendurch auch nochmal geguckt. In die Lösung und bla bla bla. 300 Seiten. 20 Minuten. Ziemlich sehr, sehr viel. Ja, wie soll ich sagen? Fast schon zu viel. Lautstärke. Ja, ein bisschen noch. Ach ja, bei meinem letzten Dingens, bei meinem letzten Stream von Final Fantasy, da hat es irgendwie den Sound zerhackt, weil ist so, ne? Das Spiel ist sehr laut, Final Fantasy. Und das hat sich ein bisschen, glaube ich, bekämpft mit, wie soll ich sagen? Dingens. Mit dem Sound vom Spiel und den Sound vom, ne, sogar von Streamlabs, also vom Mikro. Und naja, wie ist es dann immer so, ja. Einmal ist das Spiel zu laut, einmal bist du zu laut. Und naja. Dann war es dann halt so, dass er immer wieder ständig. Komm her. Komm her. Bist du wohl? Hey, ich sehe dich. Komm her. Wir hauen jetzt noch mal kurz den einen hier kaputt. Falls wir ihn treffen. Ja, Gott, komm. Komm her. Ich habe heute Zielwasser gesoffen, man merkt's. Oder auch nicht. Wirst du wohl herkommen? Warte. Ich muss kurz mal den einen Typ hier mal. Wirst du wohl jetzt herkommen? Hallo? Meine Güte. Zielwasser. Ah, da kommt er. Was? Wie cool. Eisenfeld? Nee, Schwert. Gut, Schwert. Es ist eigentlich kein schwerer Gegner. Jetzt sagen wir mal kurz. Hallo! Zack, zack. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, komm. Ich glaube, der trifft uns, glaube ich, eh nicht, oder? Was sagt unsere Rüstung? Da können wir gleich ein bisschen leveln, ne? Na komm, schlag zu. Schlag zu. Schlag zu. Schlag zu. Au! Doch eh. Au! Au! Meine Güte, kennt ihr das? Ihr lasst euch von einem Gegner schlagen, um eure Rüstung und euren Schild zu trainieren. Aua, das tat weh. Ja, Rüstung ist gleich wieder. Aua, das reicht zum Blatt. Na, na, sag zu, sag zu, sag zu. Autsch. Rüstung. Na komm, schlag zu, schlag zu, schlag zu.
Komm schon, gib's mir. Okay, jetzt aber reicht's, oder? Okay. Und zack, zack, zack. Und. Yes. Meine Güte. Das war ein Kampf. Ich wette, die ganzen Pfeile. Ja, yeah, die ganzen Pfeile habe ich natürlich jetzt verballert. Die liegen irgendwo dort hinten rum. Und ja, yeah, schön, nicht? Ich glaube, die Pfeile finde ich nicht mehr, oder? Ist kein Pfeil mehr. Hier ist noch ein Fluss. Ich weiß noch nicht, was es hier gibt. Hüpf rauf. Ist irgendwas noch versteckt? Das weiß ich. Nun. Naja. Will jetzt nicht schwimmen. Ich will mich eher um das Dorf kümmern. Heute. So. Haben wir das erledigt. Die Rüstung ist fast wieder gelevelt, ne? Sehr gut. Nur die Rüstung ist nicht mein Hauptziel. Mein Hauptziel ist das Dorf. So. Mal gucken. Putz, putz. Der Witz ist, ich tue das Leveln vom Hüpfen geht bei mir schneller als das Laufen. Laufen habe ich auf 13. Scheiße. Das ist übel, ne? Und Akrobatik, das ist das Hüpfen, ne? Da bin ich viel schneller. Was wir jetzt machen müssen noch ist... Wohltat kann ich, glaube ich, jetzt vergessen. Die Heilzauber muss ich auch nochmal leveln. Also hier, man sieht schon, bin da ziemlich niedrig. Ich habe mal auch die Lösung durchgelesen, also die Lösung. Und da hieß es so, ne? Der schwächste Charakter im Spiel für... Warte mal, Alchemie müsste ich... Der schwächste Charakter, den es gibt im Spiel, das ist Nightblade, Rouge und Bade. Weil die sind ziemlich einseitig am Anfang geskillt. Also die haben nicht die stärksten Attribute gelevelt, ne? Rouge hat jetzt das Steel, ne? Und Kampf und so weiter. Und bei den Werten sind diese drei Charaktere am schwächsten. Der Bade, der Rouge und Nightblade. Weil sie jeweils eine große Schwäche haben. Entweder im Kampf, im Steel oder in Magie. Und ne? Der Dieb wäre jetzt zum Beispiel das höchste bei der Diebesklasse. Der Rouge, der wäre das Schwächste, ne? Und der Bade. Da kommt natürlich noch der Krieger, der Magier und so weiter. Und bei jeder Klasse gibt es, glaube ich, puh, lass mich lügen, 6 oder 7? Nee, ich glaube 7 waren es. Ja. Für jede Klasse gibt es 3 verschiedene, nee, für jede der 3 Klassen gibt es 7 Unterklassen, die man hier leveln kann. Am Anfang der Charaktererstellung. Sumpfblume, Dochtsalzen, Borgwurzel, Salzreis, Sumpfblume. Ja, ich wollte noch ein bisschen was mit der Alchemie hier machen. Das muss ich mal kurz durchlesen. Ich habe mir das Alchemiebuch ja nicht umsonst geklaut, ne? Salzreis haben wir gefunden, aber nicht benutzt. Höfe, die Plantagen. Weideländer zur Küste. Dann haben wir noch den Ausdauertrank. Bam-Eier gibt es hier. Brot. Hustengras, Krabbenfleisch. Krabben. Brot, Salzreis. Bam-Eier. Genau. Habe ich noch welche, ich glaube. Dafür braucht es Hustengras. Ist hat Spaltung. Natürlich gibt es ja noch Tränke für Krankheiten. Aber ich glaube, die werde ich jetzt nicht brauchen.
Mana-Tränke wären ziemlich gut. Nur das Problem ist, ich glaube, ich habe noch keine Kombeeren-Fee. Zur Herstellung von Wein und Frostzeug. Elementarer Frost. Für Pilger und Reisende nützlich. Ja, ist gut. Federeffekt ist jetzt eigentlich wurscht. Außer man ist überladen. Ist der einzige Effekt hier, der praktisch ist. Es gibt noch einen Leviathan dran. Der soll ziemlich interessant sein, weil da kann man fliegen. Angeblich, ne? Also man kann nicht höher springen oder so, sondern man schwebt irgendwo. Aber da kann es zu verschiedenen Dingen kommen. Dass man entweder sehr hoch abhebt oder man stützt sehr tief hinunter. Was gibt's denn da? Dramastrauche gibt's das? Jetzt oder Blumen, Läuferfeder, Baumerwurzel. Ja, die Sachen habe ich noch nicht. Einen Schleppschwanz. Nee. Wasseratmung wäre jetzt praktisch. Aber ich glaube, von den Zutaten habe ich auch noch nichts. Wechselblatt, Quamm, Sekret, leuchtende Rosula. Die habe ich schon. Das sind die leuchtenden Pilze. Gedrungene braun, grün, gesprenkelte Schirmpilz. Mhm. Die habe ich schon. Wechselblatt, glaube ich, habe ich auch. Fettpflanze. Müssen wir das mal aufschreiben. Dass ich nicht immer in dieses Buch hier reinschauen muss, ne? Ich habe natürlich die Lösung, ne? Auf PDF. Aber das bringt mir nicht viel. Weil da müsste ich jedes Mal das PDF öffnen und reingucken, ne? So gesehen ist das eh schon schlimm genug mit meinem Stream, ne? Also Valorant streamen gleichbedeutend mit PDF. Schnauft der Stream dann. Und das ist nicht gut, ne? Also hier habe ich Stream 30-40%. Wenn ich jetzt beim Task Manager gucke, da bin ich schon auf 50%. Also, ja. Morant hält sich heute in Grenzen, lustigerweise. Ich weiß nicht, an was es liegt. Normal ist es jetzt auf 270. Und heute ist es wohl weniger. Warum auch immer. Ich habe da noch ein bisschen an den Einstellungen herumgepfuscht. Und ja. Angeblich geht es jetzt besser. Angeblich. Ich weiß auch nicht warum, aber egal. So, wir schreiben uns erstmal die Zutaten auf. Lebensenergie, Kranken, Verwundete, bla bla bla. Zwei Teile werden benötigt. Im besten Fall hat man dann drei. Okay. Erstmal Dochtweizen. Dochtweizen, Sumpfblume und Borkwurzel, Salzreis. Salzreis haben wir im Inventar, das ist schon mal was Gutes. Ja, Heiltränke. Ich habe da extra eine Textdatei geöffnet. Heiltränke, so. Und dass ich da nicht immer ins Buch reinschauen muss, ne? Das Buch haben wir ja in der letzten Folge geklaut. Ja? Also das Buch ist geklaut. Und wenn wir dann zum Händler gehen, steht beim Händler direkt eine Wache. Und der merkt sofort, dass dieses Buch geklaut ist. Wenn wir dann mit der Alchemie hier fertig sind, müssen wir unbedingt ein Versteck finden, wo wir unsere Beute lagern. Ja, wir müssen unsere Beute lagern. Das wird auch wieder so was Schönes, ne? Ich habe offscreen habe ich nochmal geguckt. Und ich habe da eine interessante
Hütte gefunden, wo ein Bewohner wohnt. Da könnte man mal reingucken, ob uns der da herumhausen lässt. Ne? Heiltränke, Fruchtwurzeln, Sumpfblume, Korkwurzel, Salzreis. Ja. Ja, den Ausdauertrank noch. So. Ausdauertrank ist meistens das Zeugs mit Fleisch. Also Ausdauertränke sind immer wie sage ich's? Fleisch. Grabenfleisch. Fleisch. Brot. Quammeier. Quammereier. Sind praktisch, ne? Hustengras. Hustengras. Schlammgraben. Ja, das sind diese kleinen Biester, die diese Panzer haben auf den Rücken. Diese komischen Krabben. Immer auch schon gesehen. Also Krabbenfleisch müssten wir haben. Salzreis haben wir auch. Die Quammeier sind recht selten, sag ich mal. Da tun wir ein bisschen die Leute beklauen. Müssten wir auch kriegen. Krankheitstränke, glaube ich, haben wir noch nicht. Weil die Sache ist halt die, da braucht man Grabestaub, grüne Flechten und den Kram kriegt man dann halt auch nur von Untoten. Das wird nicht so gesehen. Also, ne? Da müssen wir dann erstmal in eine Katakombe, dann gibt's da Geister, Skelette und das sind dann die Monster, wo man am meisten Items bekommt, die man dann auch effektiv für Alchemie benutzen kann. Ne? Antikrankheit. So. Also. Abisstab. Grüne Flechten. Und was noch? Geistaffiner Staub aus Gebeinen. Grüne Flechten. Die glaube ich, die grünen Flechten kriegt man beim Wasser. So, ne? So Moos und Ranken und sowas, glaube ich, sind das solche Dinge. Bin mir da aber auch nicht ganz sicher. Sind die Zutaten, naja, ein bisschen begrenzt. Es wird ein bisschen schwierig, ne? Magietränke, Kombeeren. Da habe ich jetzt gar keine Ahnung, wo wir die herkriegen. Frostsalz, genauso wenig. Da muss ich nochmal gucken. Herstellung von Wein. Askadia-Inseln. Frostsalz sind selten und kostbar. Kristalline Verbindungen sind der Niederschlag aus gelösten elementarem Frost. Ja, also das ist wieder so eine Spezialzutat, sag ich mal, die wir nicht oft finden werden wahrscheinlich. Also wahrscheinlich nur die Überbleibsel aus dem Eis Atronachen gewonnen werden, die von der Ebene der Sterblichen verbannt wurden. Also das ist wieder sowas Geisterhaftes, sag ich mal. Die kriegt man nicht überall, ne? Also Mana-Tränke, sehr, sehr begehrt und auch sehr schwer zum Herstellen. Also man muss wissen, wo man hinlaufen muss, um diese Zutaten überhaupt zu finden. Der Federtrank ist vielleicht noch praktisch, falls man einmal überladen ist. Wenn man überladen ist, kann man sich den Federtrank reinhauen. Oder auch als Magier einfach Federtrank Zauber lernen. Und dann ist die Traglast reduziert, ne? Und man kann mehr Sachen mit rumschleppen. Aber natürlich bei Tränken und Magie ist es halt so, es ist begrenzt auf Zeit. Und in der Zeit sollte man zum Händler kommen. So, Heidekraut. Heidekraut. Gartel. Wachsen immer grünes Strauch von der Askade-Insel. Also ich glaube, den Heidekraut werden wir bis irgendwann finden. Besonders durch seine große bis lilafarbene Blüten. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ne?
Skattel ist ein beliebtes Gericht in Bardenfell. Aus dem Fleisch von einheimischen Käfern hergestellt und ähnlich Käse. Ah, okay. Käse müssen wir uns merken. Heidekraut, Skattel und Käse. Leviathan-Trank, den brauche ich jetzt nicht wirklich. Traumawurzel, Koderblume. Das sind wieder solche Sachen, die, ja, die toten Klippenläufer. Moloch Amur, Aschelandregion. Ja, Aschelandregion ist, wie soll ich sagen? Der Ascheberg. Wo die Aschevampire rumlaufen. Die sind nicht ganz ohne. Und da sollte man sich nicht anfangs hinwagen. Sonst hat man ein Problem. Wasseratmung ist praktisch. Das werden wir uns auch aufschreiben. Wasseratmung. Wo ist denn das Textdatei? Hallo? Textdatei? Ich glaube, ich finde es jetzt. Nö. Sekunde. Ich hab's erwähnt. Nein. Textdatei. Da. Das finde ich aber meine Maus nicht mehr. Nein. Scheiße. Einmal mit Profis. Feuerschild werden wir, glaube ich, nicht brauchen. Wir sind ein Dunkelelf. Und Dunkelelfen haben einen natürlichen Schutz gegen Feuer, glaube ich. Hm? Ja. Okay. Meine Maus will sich trotzdem nicht zeigen. Wo bist du, Maus? Halleluja. Einmal mit Profis. Egal. So, schreiben wir uns auf. Wasseratmung, sehr wichtig. Ja. Wasseratmung. Trank. Besonders für Reisende nützlich. Man erhält sie, indem man zwei oder mehrere Zutaten mischt. Den leuchtenden Rusal haben wir schon. Leuchtende Rusal. Rusala heißt. Exler. Exlerblatt. Haben wir, glaube ich, auch schon. Warma Sekret. So, okay. Haben wir das? Mal kurz gucken. Pharmazik. Leuchtende Rusler haben wir. Und grün. Schirmpilze. Pharmazikret. Wechselblatt ist ein Blatt aus einer Fettpflanze aus den Weideländern. Stärkende Kraft. Pharmazikret ist die wächserne Masse, die aus Beuteln. Eiland von Quamas. Keine Ahnung, wo man die herkriegt. Ich weiß es nicht. Also falls das irgendjemand weiß mit Alchemie gedönt, wenn sich da jemand auskennt, der kann mir das gern sagen, was herkriegt. Dann schreibe ich mir das Rezept auf. Regenseil. Kriegenrassen, Alchemisten, Tränkemische, geführt. Aha, also manche Sachen kriegt man auch. Kriegt man beim Händler, falls man einen Händler kennt, der das Zeugs hier hat. Ne? Unsichtbarkeit-Trank ist recht praktisch. Dafür braucht man einen Diamanten und Bittergrün. Bittergrün ist rot. Blütentragende Pflanze. Der rote Berg, ne? Also da müssen wir wieder zum Ascheberg. Diamanten sind sehr teuer und müssen gekauft werden. Chemist. Ja, das ist doof. Okay. Wir haben alles, glaube ich, was wir wissen müssen. Federtrank, Ausdauertrank, Heiltrank, Antikrankheit, Mannertrank, Federtrank, Wasseratmung. Ja, läuft. Wenn ich jetzt nur noch meine Maus finden würde, wo die hin verschwunden ist, da, ja, dann wäre ich glücklich, ne? Ich habe keine Ahnung, wo meine Maus hin ist. Also wirklich nicht. Systemmaus? Hallo? Einmal mit Profis.
Also meine Textdatei habe ich hier. Die Maps habe ich hier. Einmal mit Prof. So. Task Manager habe ich hier. Ja. Task Manager. Hier habe ich meinen Sound. Desktop. Ups. Okay. Desktop. Schön. Bringt mir nur nichts. Sehr schön. Ja. Einmal mit Profis. Scheiße. Ja, ich müsste jetzt gerade meine Maus suchen, weil ich finde sie gerade nicht. Scheiße. Also, Spielmaus habe ich, ne? Hört man eigentlich meinen Ventilator? Weiß das jemand? Also, wer jetzt meinen Ventilator hört, bitte sagen. Du. Alchemie. Zutaten. Hallo. Ja. So. Ausdauertrank. Heiltrank. Müssen wir kurz schauen. Wir haben ja Blätterz. Ese. Ah, Aschekraut haben wir. Aschekartoffel. Praktisch ist. Müssen wir uns merken. Bittergrün, bittergrün. Nö. Das war's nicht. Steinblüte. Redpilz. Ah, Kodablume. Die haben wir uns vorher aufgeschrieben. Die Ko. Nee, Kombeere haben. Nee, das war's nicht. Scheiße. Das fängt ja gut an, hm? Kodablume. Ich glaube, die war auch im Rezeptbuch drin. Nein, 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 nicht du. Spiel. Kurz durchscrollen. Tochtweizen. Tochtweizen hatten wir hier. Ist wichtig. Einmal. Dann Tochtweizen. Sumpfblume. Korkwurzel, Salzreis. Also Salzreis haben wir irgendwo noch, glaube ich, rumliegen. Okay. Goldkanne. Grabestaub. Wir haben doch. Das ist interessant. Grünflechten haben wir auch schon. Gut. Heidekraut haben wir auch. Gut. So, grüne Flechten. Warme Eier haben wir auch. Also wir haben eigentlich genug Kräuter, um eigentlich fast alles herzustellen, was wir brauchen. Nur. Wir müssen es in richtiger Realisation hier. Fackelblatt haben wir auch. Das ist für die Wasseratmung wichtig. Magerhaut, Barmerei. Puh. Ne? Selbst wenn man sich alles aufschreibt, ja, man hat nie alles im Kopf. Ne? Das ist das Schlimme an diesem Ganzen. Noch ein Mehlhammer, das ist für den Trank gut, wenn ich welcher Trank war. Ey, ich weiß es nicht mehr. Korkwurzeln. Korkwurzeln, das brauchen wir damit. So, Lebensenergie wiederherstellen. Perfekt. Gut. Was haben wir noch? Das war die Korkwurzel. Quarmeier. Background. Fisch. Was haben wir dann noch? Salzreis hatten wir noch. Salzreis. Wo ist es? Knochenmehl? Krabbenfleisch? Nope. Stärkenseife. Also. Rahmsekret. Interessant. Also Rusula-Dings haben wir genug. Wir müssen uns das nur merken. Lauffeder. Pökelsalz. Okay. Wo ist mein Salzreis? Ah, da haben wir es. Das ist mein Salzreis. So. Ich glaube, wir haben alles, oder? Sumpfblume, glaube ich, fehlt noch. Mal kurz schauen. Sumpfblume, 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 Sumpfblume. Sumpf. Buschhammer, Rattenfleisch. Schlamm, wir haben Schlamm.
Auch nicht schlecht. Schuppen. Schuppen. Gammhart. Skattel. Trockenfleisch. Ohren. Staubbeutelweite. Ich glaube, wir haben nichts, oder? Onius. Ramawurzel haben wir sogar. Okay. Okay, erstmal Heiltrank. Wer hier kennt, was ich für eine Skillung habe, der weiß, dass die Skillung nicht sehr hoch ist bei mir. Es werden sehr viele Fehlschläge passieren, aber ich versuche es trotzdem. Nein. Was ist denn jetzt? Einen Namen habe ich doch. Okay, das ist jetzt wieder dieses Problem mit Dingens. Warte. Spiel. So. Wir tippen einfach mal ein. Eins. Einmal. Spiel. Das Schlimme ist, manche Bugs, die sind bis heute im Spiel enthalten. Ne? Nein. Okay. Damit hat sich der Heiltrank erledigt. Perfekt. So kann man Items verschmeißen. So, das nächste ist Heil. Weiter. Nee, Ausdauertrank. Ausdauertrank ist das nächste. Fleisch, Brot, Quam, Eier und Husten. So, Quam, Eier, die haben wir hier. Werden wir gleich mal verpulvern. Ja. Also auf meinem niedrigen Level ist es mehr als Glück, könnte man sagen. Wenn ich es schaffe, einen Trank herzustellen. Ist ein sehr niedriger Wert, den ich habe. Bei Alchemie. Quammeier, Brot, Husten. Hustengras haben wir hier. Zack. Hustengras und Quammeier, Brot, Krabbenfleisch. Also alles, was mit Fleisch irgendwie zu tun hat, kann man hier verpulvern. Hustenkraut. Fleisch. Krabbenfleisch. Hier. Krabbenfleisch. Ausdauer wieder herstellen. Ah, komm. Ja. Hallo, Spiel. Es ist so schlimm, ne? Ein Bug, der ewig hält. So. Jetzt aber. Spiel. Trank. Yes, komm, gib noch einen. Komm schon. Nochmal. Und. Ah, nicht gelungen. Schade. Also man muss einfach nur so oft klicken wie möglich. Dann kann man auch zwischendurch den Bug überspringen beim Chemie-Gedöns. Ne? Ah, Trank. Okay. Ah, wir sind schon wieder leer, ne? Schade. Aber ich glaube, ein Quam-Ei habe ich noch. Ein Ei müsste ich noch haben. Das da. Müssen wir auch nochmal rein. So. Ausdauer herstellen. Ja. Na, nichts. Schade. Das war nichts. Schade, schade. Da könnten wir aber gleich mal gucken. Wir haben noch einen Grabestaub, glaube ich, haben wir noch. Das können wir auch mal benutzen. Grüne Flechten. Grüne Flechten und das Staub. Mal gucken. Grabestaub. Ein Stück. Ah, mal schauen. Vielleicht haben wir ja Glück. Dann kann ich hier noch ein bisschen was herstellen. Euch. Grüne Flechten. Grüne Flechten habe ich nicht sehr viel. Schade. Gewöhnliche Krankheiten heilen. Ja. So. Komm schon, Spiel. Na? Spiel. Ja.
Nicht gelungen, schade. Okay, fertig. Ne, so muss man halt ein bisschen das Inventar minimieren, sag ich mal. Frostsalz. Ich glaube, ich habe kein Frostsalz. Ich habe die Kombeere, aber kein Frostsalz. Also wenn ich jetzt Frostsalz hätte, dann müsste Golddings, Harz haben wir. Heidekraut haben wir. Heidekraut für Federtrank. Ah, Federtrank ist. Das nehmen wir uns, glaube ich. Falls wir Glück haben, ne? Skattl. Skattl fehlt noch. Skattl. Was war denn jetzt das Aschekartoffel? Ich glaube für den Feuertrank. Bin mir gerade nicht sicher. Skattl. Wo war das jetzt? Skattl. Irgendwo habe ich es rumliegen, ich weiß es. Wochenmehl. Nee. Wo ist denn das Skattl? Skattl. Russler. Ist das nicht hier irgendwo? Wir haben noch Salzreis. Ist denn das jetzt? Ah, hier. So. Mal. Aber Ausdauer herstellen, genau. So. Das machen wir nochmal. Ausdauer. Was habe ich jetzt hier drin? Hackelblatt. Ach Blödsinn, das ist ja der falsche Trank, oder? Heidekraut? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Heidekraut, Skattl. Ah. Das ist der falsche Trank. Ups. Heidekraut brauche ich, verdammt. Habe ich denn den Heidekraut? Oder hatte ich nicht gerade den Heidekraut hergestellt? Es gibt so viele Tränke zum Herstellen. Ich habe da keine Übersicht. Heidekraut, das war's. Feder, genau. Feder ist ein sehr geiler Skill. Zauber. Ja, komm. Nicht gelungen. Mal. Na komm, Spiel. Troll mich nicht. Gott. Spiel. Komm schon. Gib mir die Feder. Na, sowohl. Wir haben es gleich. Das Spiel ist ziemlich episch. Voller Bugs. Na komm. Zwei Versuche. Ein Versuch. Komm schon. Oh! Ist es jetzt gerade gelungen? Ah. Das hat mich gerade verwundert. Okay. So, jetzt machen wir noch die Wasseratmung. Und dann haben wir es eigentlich, was die Alchemie angeht. Dann sind wir hier fertig. Und ja. Eben noch ein bisschen die Häuser besuchen. Wenn wir die Wasseratmung haben. Geblatt. Geblatt. Wackelblatt. Aschekartoffel. Nö. Hackelblatt, Hackelblatt. Hackel, Hackel. Ich hab's gleich, ne? Pilze. Farbstab. Harz. Hackelblatt hier. Einmal. So. Jetzt. Brauchen wir noch unsere Pilze. Und dann noch Quamasekret. Also Pilze und Quamasekret. Also sehr komische Rezepturen gibt es im Spiel. Auf solche Ideen kommst du gar nicht. So, Wasseratmung. So. Brustler,
Also Russler haben wir bis zum Abwinken. Das ist der Pilz im Wald, den kann man finden. Den gibt's 100.000 Stück, ne? Quamasekret gibt's bei den komischen. Das dann glaube ich. Kann man töten. Und Haxelblatt, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber egal, wir probieren es mal. Es hat sogar zwei Wirkungen, wenn man hier schaut. Interessant. Bis jetzt, wenn ich das mache? Ah, okay. Ja, der absolute Überback. Na, klick, klick um dein Leben. Ey. Komm schon. Ich will eigentlich nur die Wasseratmung lernen. Tch. Falls mal so weit ist hier. Komm. Spiel. Lass mich. Ich hätte es offscreen machen sollen. Tch. Dann würde ich mich jetzt nicht ärgern. Ich glaube, ich muss gleich mal meinen Finger ausruhen. Tch. Weil, Das geht schon in den Finger, ne? Spiel! Wieso tust du mir das an? Ach, tu mal das Sekret dazu, ne? Was ist denn das Sekret? Da! Sekret! So. Er will nicht. Wasser. Kann ich Wasser eintippen? Das wäre die Idee. Ah, okay, er macht es automatisch. Interessant. Okay. So werde ich ja Items leider nie los. Ich tippe mal zwei ein. Oh, nein. Was? Nein, nicht die Konsole. Lass das. Oh. Nicht gelungen. Schade. Ich probiere es mal. Geht das so? Nee. Herrgott, Spiel. Also ich tue hier gerade meine Finger trainieren. Den Trigger-Button. Trigger-Finger. Und ich bin kein Shooter-Spieler. Ha. Es sind eben nur noch zwei Versuche. Ja. Dann war's das. Zwei Versuche. Na komm. Na, Spiel. Konsole. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nein, nicht die Konsole. Nope. Nope. Ich kenne den Bug, ne? Aber... Oh! Gelungen! Juhu! Sehr gut. Haben wir das. Sehr schön. Nein. Aus dem Alchemie-Gedöns raus. Heilige Mutter Gottes. Halleluja. Wie viel D-Abos habe ich jetzt bekommen durch Alchemie? Wer weiß es? Schauen wir mal. Tränke. Na, was haben wir bekommen? Ausdauer wiederherstellen. Ausdauer wiederherstellen. Ausdauer wiederherstellen. 1, 1, 1. Ausdauer wiederherstellen. Herstellen. Nochmal hier. Ausdauer. Federtrank haben wir auch bekommen. Auch sehr gut. Das sind die normalen Tränke. Genesungstrank. Wasseratmung. Wasseratmung haben wir sogar zwei Tränke hier. Das ist sehr gut. Federtrank. Ja. Ja, wir haben schon ein bisschen was jetzt hier bekommen. Das ist nicht schlecht. Sehr gut, aber wir haben noch mehr als genug Alchemie-Gedöns hier, ne? Man glaubt es nicht. Ja. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Was macht meine Maus? Ich glaube, die ist noch nicht da, ne? Nö. Also ich kann jetzt auch nichts gucken, wegen Streamlabs oder so, ne? Ich kann mir nur die Oberfläche anschauen, irgendwas öffnen oder angucken mit der Maus, geht irgendwie gerade komplett gar nicht.
Muss ich mal probieren, ganz kurz. Ich hoffe, es explodiert jetzt nichts. Ne? Probier mal den Task Manager. Nope. Abbruch. Nö. Es funktioniert gar nicht. Perfekt. Spiel? Ja, Spiel ist noch da. Ja. Eine Spielfigur ist gerade futsch, kann das sein? Ja. Okay. Irgendwer hat es mir gerade alles zerrissen hier. Glaube ich zumindest. Ah, meine Figur ist noch da. Okay. Ja, okay. Hier sehe ich nur noch einen schwarzen Dingens. Falls ihr das auch seht. Und die World Map. Also die Umgebungskarte. Okay, okay. Jetzt haben wir ein Problem. Wir sehen nichts, wo wir hinlaufen. Alles weg. Nein. Muss alles nochmal ablaufen. Kann das sein? Also, das ist schlecht. Nee, mal gucken. Gilius Haus. Es gab hier noch ein Haus. Ich bin mir gerade nicht sicher. An der Ortsgrenze. Dort müssten wir laufen. Sehr gut. 14. Das, was das Haus? Ich muss mal schauen. Wie richtig? Genau. Das, dieses Haus. Das Haus. Adanias Haus. Adanias Haus. Hat erstens hier einen normalen Raum. Und. Hallo, wie geht's? Eine nette Dame, glaube ich. Genau, die ist uns sehr freundlich gestimmt. Die mag uns. Jetzt neue Gerüchte, oder? Plutokrat, bla 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 bla. Ja, die regt sich gerade ein bisschen auf, die Dame. Geheimnisse gibt's, glaube ich, keine. Also die geht halt über das normale Zeugs. Und hier haben wir einen schönen Keller. Hier gibt es ein paar Bücher. Der vergiftete Gesang. Ist ein bisschen Story. Eben Story gedünnt, sag ich mal. Hier könnte ich noch ein paar Sachen einlagern. Da gibt es eine Kiste. Auch sehr praktisch. Ich weiß jetzt nur nicht den Tagesablauf des NPCs, weiß ich nicht. Also ob wir dann nachts in den Raum können, das weiß ich nicht. Also es ist schon ein sehr guter Unterschlupf. Ein paar Bücher kann man da durchlesen. Ich glaube, das habe ich schon getan. Bisschen offscreen. Bücher lesen, ne? 17 Seiten, 18 Seiten. Und das ist eigentlich ein ziemlich guter Unterschlupf. Man hat hier eine Kiste und schön viel Platz. Ne, da gibt es noch ein paar Vasen, ein paar Körbe. Gibt es hier. Da kann man nochmal Sachen reinstopfen. Kisten gibt es ja auch. Ne? Kisten. Da ist noch ein Fass. Und eine Truhe. Also das ist der perfekte Platz eigentlich, um Sachen hier reinzustopfen, die wir nicht brauchen. Und natürlich Liebesgut. Ne? Also das Pfad des Pilgers, das Alchemiebuch, das können wir hier reinstopfen. Sklavenschlüssel brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Reiselaterne habe ich auch. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Gold haben wir hier auch. 1000 Gold, sehr gut. Ja, ich mache das einfach mal, ne? Also ich stopfe hier zwei Bücher rein. Einmal auf Schleichen. Kiste. Gold, das nehmen wir uns mit. Zack. Und Bücher. Was sind die Bücher? Bücher. Stopfen wir da rein. Pilgerbuch. Weg damit. Und das Alchemiebuch. Ich hoffe, das Alchemiebuch ist sehr, sehr teuer. Ich hoffe, dass es nicht despawnt oder so. Wenn doch, dann wärst du. Ne? Also wenn es despawnt, dann habe ich ein Problem.
Hallo? Hier. Ah, warte. Was haben wir hier? Schuhe. Teure Schuhe. Wir räumen einfach die ganze Bude mal aus hier. Das da. Was haben wir hier? Ah, Salzreis. Gut. Ja, damit. Salzreis. Noch mehr Salzreis. Ja, damit. Gib's mir. Einfach mal alles plündern hier. So, was haben wir hier? Faser. Staubbeutel. Ja. Da haben wir jetzt Alchemie gemacht und ich stopfe mir wieder alles voll hier. Also die Hälfte meines Inventars ist eigentlich nur vollgestopft wegen Alchemie. Das ist schlimm. So, was haben wir hier noch? Kiste, Fass, nichts drin. Nichts drin. Skattel, Skattel ist gut. Damit. Damit. Zack. Das. Kiste. Ah, Gold. Ja, damit. Ein Seelenstern haben wir ja auch noch. Ja, damit. Alles mir. Backen haben wir noch. Da haben wir noch einen Agilitätstrag. Sehr gut. Sehr gut. Hier? Nichts. Hier? Nichts. Okay, das ist doch mal eine gute Ausbeute. So, schleichen brauchen wir jetzt nicht. Ich glaube, hier tue ich mal speichern. Ein guter Ort zum Speichern. So, Dieb speichern. So, haben wir's? Okay. Lass mich mal kurz schauen. Wo ist meine Maus? Weiß das jemand? Ich sehe meine Maus nicht. Also die Systemmaus. Die ist einfach weg. Die Systemmaus. Es ist schlimm, ne? Speichern. So. Ich kann noch alles mit Tab und Dingens machen. Ist recht lustig. Also mit der Tastatur kann ich noch. Außerhalb des Spiels. Aber sonst ist die Maus eigentlich ziemlich futsch. Das ist schlimm. Ne? Also meine Systemmaus hat es irgendwie zerrissen. Ich weiß nur nicht warum. Das ist merkwürdig. Alchemie haben wir fast auf Maximum. Ah, schön. Da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht einen. Ne, wie sage ich's? Einen. Wie heißt denn das? Einen Lehrer finden. Ja. Sehr praktisch. Wir könnten auch vielleicht schlafen. Als. Ich probiere es mal aus. Heilung. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob. Schau mal kurz in die Kiste. Sind die Items noch da? Ja, das ist gut. Okay, also die Items sind nicht despawned. Muss ich mal kurz gucken. Hallo, wie geht's? Guck, guck. Die ist uns noch freundlich gesinnt, das ist auch sehr gut. Die hat auch nichts noch. Ja, in die Festung werden wir noch reingehen, weil ist so, die Festung ist da oben, also da, wo die Türme sind, da ist die Festung. Ah, okay, ich habe meine Map wieder, Gott sei Dank, einmal kurz in ein Gebäude rein und einmal raus, falls die Map nicht. Also hier ist die Festung. Da gehen wir noch rein. Unsere Spielfigur wird natürlich noch immer nicht angezeigt. Sehr schön, ne? Sehr gut. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. So. Task Manager und so. Gedöns. Bringt mir nichts. Das System was ist futsch. Und ja. Alles andere irgendwie auch. Das ist ja doof. Dabei gucke ich immer so gern in die Viewerliste. Also ich gucke, ne, was gibt es denn heute für Bots? Was machen die heute so? Habe ich heute 10 Bots drin im Stream oder nur einen? Ne? Da gucke ich gern mal rein. Naja, egal. Hallo? Von hier. Hallo, ich bin's. Wer ist mal zu Hause? Ah, hallo, was gibt's? Ach, der hat glaube ich Bücher, oder?
Buch. Der schwarze Pfeil. Ein ziemlich geiles Buch, was der hatte. Oh, sehr schön. Akrobatik. Das hat sich doch gelohnt. Sehr schön. Ja, 17 Seiten zum Lesen. Perfekt. Na, was geht? Bro, Duma. Bestimmter Ort. Telegrad. Ist mal wurscht. Duma. Ich glaube, der hat nichts. Der hat was über die Diebesgilde. Ja, also Diebesgilde sind Handelsgilden. In dem Sinn. Die haben eigentlich nichts gemein mit 12. Die haben eigentlich nichts gleich mit, wie soll ich sagen? Ah, Reparaturzange. Das ist was Praktisches. Nämlich, ich bin eigentlich nur in die Stadt gekommen, um meine Items erst einmal zu reparieren. Und das ist sowas. Mal hier benutzen. Stimmt. Sehr gut, genau. Nämlich damit sparen wir uns eine Menge Geld. Falls wir überhaupt den Skill schaffen, Dinge zu reparieren. Nicht gelungen, nicht gelungen. Ja, es ist ein bisschen hier, wie soll ich sagen? Glücksspiel, ne? Entweder man schafft es, genau. Entweder man schafft es oder man schafft es nicht. Von 20 Mal zweimal geschafft. Sehr schön. Okay. Haben wir ein bisschen was geübt. Das war jetzt Schmiede, glaube ich. Schmiede war... Wo war denn Schmiede? Schmiede? Mal wissen. Ja. Schmiede haben wir gelernt. 64. Oh, kann sich sehen lassen, ne? Das passt. So, dann räumen wir weiter aus. Was hat denn der noch? Von der Asche. Ist der da auch? Ist die Treppe? Dann da drin nichts. Wachs. Erdegrad. Knochenmehl. Gekauft. Und noch ein Schrank. Hose. Hose interessiert mich nicht. Weg damit. Quammeier sind sehr gut. Goldkarten, Bittergrün. Auch sehr gut. Was noch? Also wir sind schon wieder grüne Flechten. Warmeier, Seife, Staubbeutel. Also wir sind wieder komplett überladen. Nur durch Alchemie. Das ist das Schlimmste. Sekret. Das ist sehr gut. Schlüssel, was? Schlüssel? Keller. Gold. Her damit. Das Wichtigste für einen Dieb, Gold. Anderes ist egal. Talismantra. Lecker. Und noch? Noch mehr Gold. Juhu! Also hier ist der Großteil, was ich an Geld mache, ist geklaut. Sehr gut. Ich glaube, ich habe alles. Ein Bett gibt es hier noch, ein schönes. Ein Polster. Monsterklauen. Polsterklauen. Bescheuert. Okay, ich glaube, ich bin fertig. Ja, der ist mir nicht böse, ne? Er ist im selben Raum eigentlich, ne? Nur bin ich im unteren Stockwerk. Und da sieht der Typ. Also ich kann jeden Charakter hier beklauen, solange er nicht im selben Raum ist. Es ist ein Gebäude, aber mit zwei Stockwerken. Und er kann halt nicht durch den Boden gucken. Das ist recht praktisch. Ups, jetzt haben wir schon Nacht. Doof. Warte mal, was gibt's hier? Was, wie heißt der? Orberius? Egal. Ich geh mal rein. Hallo, Ibims. Ich möchte dich beklauen. Guck. Er ist uns auch freundlich gestimmt, ne?
Er ist Krieger. Okay. Okay. Kaiservolk. Er gehört zu dem Kaiserreich. Okay. Aber mehr da glaube ich auch nicht. Ja. Was hat er denn hier? Was ist los? Was willst du? Red Deutsch mit mir. So. Er hat auch ein Stockwerk. Oh, okay. Das ist verschlossen. Stockwerk. Der wird sicher irgendwas Interessantes in seinem Stockwerk im Keller haben, denke ich mal. Was ich jetzt komplett vergessen habe, war... Da war noch eine Kiste. Juhu! Kiste, Kiste, Kiste. So, der hat noch eine Kiste. Kiste, Kiste. Ja, da war noch eine Kiste. Die werden wir öffnen. Speichern. Ich will ja nicht alle Items hier aufbrauchen. Alle Dietriche. Dietrich 2. Lehrling. Ich muss auch. Ah, jetzt ist meine Figur wieder da. Auch gut. Ich muss auch gucken, dass ich Liebesgilde, ein paar Leute finde, um Dietriche zu kaufen. Oh. Ach komm. Was bist du für ein Dieb? Meine Güte. Erling, Dieb, Geselle. So, nochmal von vorn. Geht doch, beim dritten Versuch. Eieiei, das ist schlimm. So. Schauen wir mal. Was hat er? 5 Drachen. Ne, 3. Das hat sich ja voll nicht gelohnt gerade. Egal. Muss ich mal schauen. Diebeskill. Diebeskill ist. Warte mal, nicht das. Spitze. Sicherheit. Die Schärfen von Fallen und Bomben. Meine Diebe ist. Aus der Türen. Turm mit Dietrich. 16. Ja, es ist noch der Anfangsskill. 15. 15, 20 ist noch für Anfänger. Und 30, 40 ist dann schon so mehr die Richtung, ne? Wie sag ich's? Profi. Ne? Profi. Ist geil, ne? Speichern. So. Haben wir das? Gut. Erledigt. So. Muss ich mal kurz schauen. Die Frage ist, was ist denn der Händler? Da ist die Herberge und ich habe den Händler beklaut. War das der oder? Ich glaube hier war der Schmied, ne? Hier war der Schmied. Der Schmied, ne? Ja. Dann war hier glaube ich der Schmied. Ja. Händler. Händler, genau. Jetzt ist halt die Frage. Ob er uns gleich festnimmt. Ja, hallo, ich bin's. Ob er uns gleich festnimmt, weil wir ihn angeblich beklaut haben. Oder ob er jetzt nichts merkt. Hm? Worum geht es? Falls er es bemerkt, dann mal neu laden. So, probieren wir mal. Ah, hat er was bemerkt? Und? Riff? Blin? Okay, man kann ihn auch. Okay, also er hat nichts gemerkt. Skoma ist eine illegale Droge, ja, das wissen wir schon. Und es gibt halt so ein paar, wie soll ich sagen? Getränke gibt es. Die kriegt man bei den Schmugglern. Also da kann man dann handeln, wenn man will. Und. Da muss man aber dann schon einen Schmuggler finden, der interessiert ist, ne? Sonst wird das nicht. Also Schmuggler wären dann so Diebe oder die Tonks, wie es auch immer heißen. Die Tonks sind Heuchler, Mörderbande. Die sind sehr interessiert an Schmuggel.
Und dementsprechend Stahlkurzschwert. Kurzschwert? Eiserlich? Kurzschwert Stahl. Oh, ich glaube, das kaufe ich mir. Eins. Mit. Kurzschwert. Sehr gut. Und wie gesagt, es gibt Schmugglerbanden. Die Tonks zum Beispiel. Und die handeln dann mit den Mondzucker. Oder Mondzucker, wie es auch immer heißt. Und mit den Oma oder wie es auch immer heißt. Diese illegalen Gesöffdinger. Oma. Schöckertoffel. Nett. Dauerteller. Ja. Okay. Okay. Also, eigentlich eh nicht. Rüstungstechnisch ist da nicht viel zu rauszuholen. Nö. Das brauche ich alles nicht. Ich könnte mal den Helm kaufen. Ja. Turmschild. Okay. Alpenschild. Also der Helm vielleicht, aber jetzt wieder Gewicht. Stahlkurzschwert klingt gut. Dann noch das Silberkurzschwert. Okay. Ah, komm. Anbieten. Zack. Okay. Wir haben ein neues Schwert. Juhu. Okay, ja. Stahlkurzschwert. Easy. Sieht doch viel cooler aus. Okay. Also, der Händler ist uns jetzt wieder freundlich gesinnt, sag ich mal. Nachdem wir seine heiße Ware in unser Versteck gebracht haben. Sagt, was ihr wollt, oder geht. Zur Mitte. Ich glaube, zur Mitte hatten wir schon alles durchgeschaut. Ich bin mir gerade nicht sicher. Der Chat ist sicher auch kaputt. Hier hatten wir die. Für euch, dass es wichtig ist. Ja. Hier hatten wir schon den Monk und die Magierin. Und den Dieb hatten wir hier auch schon. Ja. Ich mag die Stimme von dem Dieb. Geheimnisse, Ratschläge. Liebesgilde. Ja. Was ich gelesen hatte, war. Die Diebesgilde, die gibt es, glaube ich, erst, wenn man nach Dingens geht. Wenn man nach Balmora geht. Also Balmora ist hier. Was ist denn das? Festum? Festum? Balmora, genau. Hier, da müssten wir hin, nach Balmora, um die Diebesgilde zu finden. Also das habe ich in der Lösung gelesen, ne? Balmora und ich glaube zwei Städte waren da noch dabei. Zwei Städte waren glaube ich noch dabei, wo es die Diebesgilde gab. Eldora, Geisterpfort. Wir sind jetzt in Telegram. Ja, die Geisterpforte hier oben ist der Eingang zum Ascheberg. Also wenn man hier hingeht, dann eskaliert das ganze Spiel und man auf den Arsch. Da gibt es ganz heftige Viecher. Ich glaube, ich bin einmal reingerannt und ja, ich habe es glaube ich knapp überlebt. Also knapp überlebt, sag ich mal. Weil da waren irgendwelche Monster, dann gab es Vampire und... Dann wollte ich ins nächste Dorf und dann habe ich zweimal oder dreimal geschlafen, also mich ausgeruht. Und dann habe ich mich plötzlich verwandelt und ja, verwandelt. Und boah, was ist mit dir? Lady? Hallo? Handeln aus. Das ist wieder so eine Diebin, die. Gelehrte
Sie gibt an, dass sie eine Gelehrte ist. Aber ich glaube, sie ist eine Diebin. Der Gelehrte Dings ist, glaube ich, nur so eine Ahnung. Und sie, die ist in Wirklichkeit eine Diebin. Also sie gehört dazu, zu denen. Das transportiert Passagiere und Fracht. Schicksalsschreiter. Also Schlickstreiter. Ach, oh, die kenne ich eh schon. Ich habe mich gerade gewundert, was soll das sein? Schlickstreiter? Wenn ich euch helfen kann, werde ich es tun. Aber verschwendet keine Zeit. Ja, sie spricht. Mein Gott. Alter Schwede, jetzt kriege ich Schiss vor der. Hallo. Die Bims. Was hat denn der für mich? Ah, hier sieht man, man kann hier Alchemie-Items kaufen. Bam-Eier. Die sind gar nicht mal so teuer. Die kann man sich leisten. Hm? Bam-Eier. Aber vorher werde ich noch zum Schmied gehen. Das war eigentlich mein Hauptziel. Das erste Mal, wo ich hier reinkommen. Gekommen bin, wollte zum Schmied. Haben der? Ah, da war der Schmied. Waffenschmied. Und ich glaube, der hat auch Rüstungen. Also bessere Rüstungen, die ich jetzt habe. Dienststiefel. Also der hat alles: Helme, Rüstungen, Armschienen. Der hat eigentlich fast alles. Nur müssen wir halt aufpassen. Man sollte hier nichts klauen. Wie beim anderen Händler vorher. Wenn man hier was klaut, sollte man es ins Versteck bringen. Also sein ausgewähltes Bett. Hier. Renn mich nicht an. Ey. Hier. Der Typ dreht frei. Hast du's? Und wenn ihr was glaubt von einem Händler und der Typ verkauft das hier, dann solltet ihr es ins Versteck bringen. Also Diebesversteck, wenn ihr Dieb spielt, schafft euch ein Versteck an, sucht euch irgendwas und versteckt es dort. Alter Meer sind stolz, weise und schön. Beruht auf die Künste, Handwerk, Wissenschaft, Hochelfen. Reines Blut schützt uns vor Krankheit. Unübertroffene Zauberkundige. Ah, okay. Also das ist ein Hochelf, ne? Der Typ da. Ratschläge? Ah, okay. Da gibt's einen Schmied. Barot Mukro Mutzkup. Irgendein Ork wahrscheinlich. Er weiß viel über Schmiedekunst. Ah, okay. Sehr gut. Gewisse Gerüchte. Kriegssteuer. Wurscht. Gibt Orte. Gibt's nichts. Na gut. Wir werden erstmal handeln. Handeln. Hallo, mich handeln. So. Also der Typ ist der Meister, der Meister, der Meister. Also nicht Meister. Ne? Der Typ, der besten Waffen hat. Außerhalb der Festung. Ne? Kurzschwert, Silberdolch, X-Axe, eiserliches Breit. Stahltan. Das ist so ein Katana. Antos sind die asiatischen Schwerter. Da gibt es dann, glaube ich, noch mal andere Schwerter noch. Auch sehr cool. Ortschieb. Knochen. Ist nicht so. Also in der Festung gibt es da, glaube ich, noch mal bessere. Die Festung der Stadt. Ich habe kein Team. Alles auf 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7.
Was mir fehlt, ist ein Chitinhelm. Der fehlt mir. Mittel. Der. Links, rechts. Was mir fehlt, ist eine Hose. Also eine Rüstungshose. Die fehlt mir. So. Beinschienen. Das hier, sowas. Nur halt in Form von Chitin. Die sind ziemlich schwer. Kostet mich wieder Gewicht. Und noch ein Helm. Dann hätte ich eigentlich eine komplette Rüstungsding. Hier kann man nochmal Reparaturzeugs kaufen. Schmiedehammer, Reparaturzange. 50. 50. Wie viel kostet das Ding nicht? Kostet mich 76. 76 ist glaube ich okay. 11 Stück. 11 Stück. Na, wir leisten uns das erstmal. Und wir leveln ein bisschen den Schmiedeskill. So, wo haben wir es denn? Nämlich Schmiedeskill erhöht uns nochmal die Stärke. Die ist praktisch für Tragekapazität. So, einmal den Bogen. Sehr gut. Nochmal. Schön. Na komm. Ja. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Ah, stimmt. Ich wollte die Waffen reparieren. Nämlich die sind, glaube ich, am teuersten. Na. Man merkt, je kaputter das Zeug ist. Ah, schau her. Sehr gut. Je kaputter der Kram ist, ich glaube, desto schwieriger wird's. Ein Item zu reparieren. Und desto eher muss man dann auch zu einem Schmied, also zu einem professionellen Schmied, um eine Waffe zu reparieren. Ne? Kostet ja auch Geld, ne? So, nochmal. Ei, das wird glaube ich nichts. Na komm. Es kostet mich jetzt dann Geld, wenn ich dann nochmal ohne Schmiede-Items hier rum push, die Waffen zu reparieren. Also das Silberschwert ist schon sehr wichtig für Untote, Geister. Eines der wenigen Sachen, die man hier ohne Zauber machen kann. Wenn man Geister töten will, entweder Zauber oder Silberwaffen. Na komm, gibt's mir. Nochmal. Ach komm. Das will nicht. Schade. No? Will nicht. Schade. Ach doch. Kann es sein, dass Stahl leichter zu reparieren ist als Silber? Dass das an der Legierung festgemacht wird? Also falls das jemand weiß, nur raus damit. Ne? Wisst ihr, was schlimm ist? Es hat 30 Grad und ich habe den Ventilator jetzt schon an. Ah, Level 7. Und das Schlimme ist, ich habe jetzt schon den Ventilator an. Es hat 30 Grad.
Und ich habe den Ventilator an. Ich hoffe, man hört ihn nicht. Aber der Ventilator bringt nichts. Ne? Ich schwitze trotzdem wie eine Sau. Schlimm. Also wirklich schlimm. Ich muss kurz was trinken. Also nicht trinken, weil ich keine Stimme habe oder so, sondern trinken, weil ich hier verdurste. Oder wegen der Hitze. Oh, schwitzt. Ich könnte mich direkt ausziehen. Nackter Streamer, oh mein Gott. Na, na komm. Komm schon. Ich tu's mit Gewalt. Komm schon. Ach Gott im Himmel. Also heute wird mein Triggerfinger gefordert. Meine Güte. Na komm. Uff. Ja, mehr geht nicht. Sehr gut. Uff. Na gut, den Rest tun wir so reparieren, glaube ich. Wenn es mich nicht so viel kostet. Ja, 8, komm. So viel kostet es nicht. Einmal, zweimal, so. Passt schon. Uff, erledigt. Jetzt müsste ich mal schauen, ob der Typ noch irgendwas zu klauen hat. Das würde mich jetzt gerade interessieren. Ah, wisst ihr, was der hat? Er hat ein Weinregal. Mhm. Nichts Besonderes? Nö. Nö, nö, der hat nichts Interessantes. Lass mich gucken. Er hat hier eine Tür. Es wäre jetzt interessant zu wissen, was hinter dieser Tür ist. Probieren wir es. Wir probieren es einfach mal. Was spielen wir in den Dieb? So. Dietrich. Wir haben nicht mehr so viel Dietriche. Das ist doof, ne? Also wir müssen unbedingt zur Diebesgilde. Und... Nein. Sehr schön. Easy. Ein Dings ist von mir sicher, ne? Ein Dingens. Ein Schloss ist von mir sicher. Haha. Hier. Noch eine Truhe. Das ist. Hin. Hin ist blöd. Gibt's denn unterm Bett noch was? Ich glaub. Eine Kiste. Ah. Komm her. Schauen wir mal. Wir haben ja noch Dietrich hier, ne? So viel nicht mehr, aber. Egal. Schauen wir mal. Nein. Yes. Oh oh. Schnell. Bevor die Wache kommt. Was? Brauche ich nicht. Weg damit. Ich war's nicht. Ich hab nichts getan. Ich war's nicht. Tür. Ja Gott. Weg da. So. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich hab nichts getan. Hallo. Hallo. Guck, guck. Ich weiß nicht. Ich habe nichts getan. Nichts getan. Ich bin weg. Ich weiß nicht. Ich glaube, der merkt aber auch nicht, dass wir ihm Geld klauen. Oder? Was? Ja, ich wieder. Was gibt's? Okay, okay. Also er hat nichts gemerkt. Wenn wir Items klauen, dann merkt er es.
Wenn wir Geld klauen, dann merkt das nicht. Das ist praktisch. Ne? Bert, bitte. So. Gut. Sehr schön. Ich glaube, langsam kommen wir zu dem Punkt. Ja. 15. Was bist du denn? Hallo. Ah. Hoppla. Interessiert mich nicht. So. Was ich jetzt machen wollte, war in die Festung gehen. In die Festung, ne? Hallo, ich bin's. Ich räume nur die Kiste hier. Gehen wir jetzt erst. Warte mal, hier war noch was. Hier war eine Mauer. Hier war eine Kiste. Ah, hier war noch eine Kiste. Konnte man rein. Ich glaube, das war hier irgendwo ein Geheimgang. Bin mir gerade nicht sicher. Kiste? Ah. Ja, damit. Geld. So. Hier kann man sich auch recht gut verstecken, wenn man will, ne? Und man irgendeine Kiste braucht. Als Lager für Liebesgut. Ich will raus! Hallo? Gott, jetzt hänge ich hier fest. Also, komme ich nicht durch. Okay. Spiel. Oh Gott, ich hänge fest. Nein! Hallo? Scheiße. Okay, ich glaube, wir haben gerade ein Problem. Wir kommen nicht mehr raus. Auch gut. Ja, hier komme ich hier durch. Ja. Bleib ich an der Kante hängen. Bin ich da jetzt reingekommen? Hallo? Bin ich hier gelaufen? Ja, spring! Spring doch! Alter Schwede hier. Was ein Aufwand. Ich habe jetzt gerade nichts gedrückt, ne? Das war der Charakter. Wow. Dieses Spiel, ne? So schön verpackt. So, jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Gehen wir erst hier hin? Dahin? Dort oben hin oder den Haupteingang. Fragen über Fragen. Hier rein. Ja, was ist das? Südmauer. Das ist Nordmauer. Besten Eingang. Uff, schwierig, ne? Was hier? Nordmauer. Das müsste der Haupteingang sein, wenn es stimmt. Hier? Der Haupteingang. Festung, genau. Und hier oben müsste der Turm sein. Das habe ich noch in Erinnerung, ne? Den Laden habe ich komplett leer geräumt, die ich mal gespielt habe. Kann man... Hier, glaube ich, da oben kann man noch rein, ne? Und man kann jeden einzelnen Turm leer räumen. Also wenn da was ist an Kisten und so, ne? Nordmauer. Da kann man dann hier rüber noch. Ah, da hier drin ist gut. Nordmauer. Schauen wir mal kurz. Da geht's hier nach unten. Also hier geht's nach unten. Und dann kommt man hier in die Haupthalle. Und da gibt es dann noch so verschiedene Abschnitte, umlaufen kann. Hier können wir nach oben. Hier gibt es aber nichts. Das kann man da runter gucken, ne? Und er geht hier nicht. Also den Turm können wir uns sparen. Nix. Hier geht es nach unten. Hier müsste es. Genau. Hier gibt es eine schöne Sackgasse. Hier ist nichts.
Und in den Turm wollen wir noch. Machen wir hier noch weiter. Von hier aus kommen wir da noch rüber. Hier rüber. Hier runter hüpfen. Ich will es jetzt nicht riskieren. Also, gehen wir den normalen Weg. So. Na? Lass mich rein. So, geht's hier weiter? Ah, ich glaube schon. Okay. Nämlich von hier aus kommen wir zu diesem Turm hier. Und von hier aus gibt es hier noch, glaube ich, ein paar Kisten. Das waren Kisten. Nee, da war ein Baum. Da war noch ein Turm. Mal hoch, ne? Ja, da kommen wir wieder hoch. Da war nichts. Außer eine schöne Flagge. Ja. Okay. Alles erkunden. Wir lassen nichts aus. So. Ah, ich wollte hier rüber noch, ne? Ja. Ich bin noch hier rüber. Man kann sich das schön verlaufen, weil es gibt da so viele Wege in dieser Festung. Ne? Also von außen sieht es ziemlich klein aus, diese Mini-Festung. Aber es gibt viel mehr zu entdecken, als man glaubt. Wieder so eine Sackgasse. Da müsste ich jetzt raufhüpfen können. Ne? Also mit einem Federtrank oder so. Oder Leviathan-Zauber. Leviathan-Zauber. Da kann man schweben oder fliegen, wie man es auch nennt. Könnte man hinauf hüpfen, ne? Weil man dann schwebt in so Sachen. Na gut, mehr gibt's hier nicht. Der Rest ist untere Stockwerk. Ich glaube, wir nehmen den Haupteingang, ne? Dass wir uns nicht zu sehr verlaufen, sag ich mal. Könnte aber hier runter hüpfen. Sieht das auch? Ich glaube schon. Hüpf. Komm schon. Zack, es geht sich aus. Sehr schön. Gut, ich bin unten. Ah, hi. Hi, Nemurico. Hallo. Ich kann gerade nicht den Chat gucken. Also, kann ich zurückwinken. Ja. Irgendwie habe ich beim Spiel geschafft, dass mir dieses D-Maus weg ist. Also wenn ich jetzt rausklick und Streamlabs mache, Streamlabs, ne, und ich versuche zu winken, es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, an was es liegt. Ich sage einfach mal, es ist das Spiel, es ein bisschen buggt. Ich kann den Stream nicht beenden und so Sachen. Ne. Das D-Maus habe ich nicht. Ich kann alles nur mit Tab. Kann hier tabben. Ja, mehr geht aber nicht. Außer tabben. Das ist ein bisschen ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich dann später den Stream beenden werde. ja, ich gebe die Schuld einfach mal dem Spiel. Ich habe keine Ahnung. Ja, also, ich kenne das Spiel ja. Aber Bugs gibt es um Mass in dem Spiel. Es ist ziemlich schlimm. Wirklich sehr, sehr schlimm. Ich habe nicht so viele Bugs in Erinnerung. Damals habe ich das noch auf XP gespielt. Ne? Wie soll ich dich nennen? Nemo oder Rico? Sag mal was. Falls das Stream gerade nicht tot ist. Mal hier noch. Ah, hier kenne ich mich aus. Da läuft nämlich eine Wache rum. Und hier sind noch ein paar schöne Kisten. jetzt muss ich aufpassen, dass mich der nicht... Ah, okay. Nemo ist okay. Nemo ist okay. Hier gibt es schöne, schöne Sachen zum Klauen. Aha. Liebe es. Also in der Festung kann man nochmal richtig viel Beute absahnen. Falls der Typ einen merkt.
Hat denn der? Gold. Einmal. Noch mehr Gold. Irgendwo gab es noch eine Kiste mit Schwertern und Waffen. Und einen Bogen gab es hier auch noch. Zum Klauen, das weiß ich. Hier gab es nur das Erdgeschoss. Nichts. Gibt es noch ein paar schöne Gänge. Und? Ist nichts. Ah, nein. Aber ich weiß, dass es hier noch was Spezielles zum Klauen gab. Gold. So. Aber hier gab es noch einen Bogen, glaube ich. Einen Bogen gab es, glaube ich, noch. Hier wieder beim Ausgang. Hä? Müssen wir kurz schauen. Ah, hier ist die Haupthalle der Festung. Ja. Natürlich wieder mit Wachen. Das ist, glaube ich, der... Sagt, was ihr braucht. Das ist ein weiblicher Ork. Ah. Der eine Händler hat gesagt, wir sollen zum Ork XY gehen. Der ist ziemlich toll, falls wir einen Schmied brauchen. Hier gibt es wieder was zum Lesen. Schön. Hm. Ah, 4 Seiten. Okay. Dann machen wir eine Lesestunde. Ja? Machen wir kurz eine Lesestunde. Disziplinierteste und effektivste militärische Streitmächte aller Zeiten. Kaiserliche Legion. Wachen über den Frieden und Einhaltung der Gesetze im Kaiserreich. Wenn sie benötigt werden, können Legionen schnell mobilisiert werden, um gegen Invasionen oder interne Unruhen vorzugehen. Im Distrikt Werdenfall von Morrend helfen Festungen bei der Einhaltung der Gesetze, Ordnung und stellen Wachen zur Unterstützung. Der Wacheneinheiten des Tempels und Fürstenhäuser Halu, Redoran und Telvanni zur Verfügung. Werdenfall ist, glaube ich, die Hauptstadt, wenn es stimmt. Ne? Das da, Werdenfell, wie es auch immer heißt. Und da sind die ganzen Legionen drinnen. Ne? 3 städtische Garnisonen gibt es. Die Mondfalterfestung, von der habe ich schon gehört, in Balmora. Die Legionfestung Buckfalter in Altrun, kenne ich jetzt nicht. Festung Delegrad und in Vorstellung gesetzt. Ja, also Delegrad sind wir gerade. In Schloss Ebenherz stationierte Falkenfest Legion ist eine Elite-Ehrenmache. Ah, also Falkenfeste bei Ebenherz sind die Elite. Die Grenzfestung Darius in Knisis ist gegenwärtig die einzige unbesetzte Garnison. Wo? Grenzfestung Darius. Das ist jetzt nicht gelesen, aber. Ah, werden wir schauen. Beitreten wollen sollen beim Kommandanten. General Darius vor. Die Legion nimmt Bewerber aufgrund ihrer überlegenen Ausdauer, soldatische Tugend und Vertrauenswürdigkeit. Also wenn man einen Dieb spielt, wird man von denen nicht genommen. Das sollte, glaube ich, klar. Persönlichkeiten. Tugend der Bürger, aus denen die Dienste der Legion dienen. Modell für Pflichten der kleinen Bürgerschaft, bla bla. Von Soldaten mit erwartet, Langwaffen, also wir sind ein Dieb mit Kurzschwert, ne? Also eher stumpfe Waffen. Also wir sind komplett nicht dafür geeignet. Schilde und schwere Rüstungen, ne? Ich bin ein Dieb. Wir sind komplett unqualifiziert für den Soldaten. Soldat, Ritter. Hiebe, möglich blocken, ungeblockte Schläge, schwere Rüstungen. Mhm. Athletisch sind wir. Ah, okay, athletisch heißt jetzt hier, wie laufen. Sind wir nicht. Schlachtfilme. Okay, interessant. Hier gibt es einen schönen Schrein. Hier können wir nochmal Geld klauen. Da gibt es ganz viel Geld. Aber, das Problem hier, glaube ich, der Altar. Der Altar der Kaiserlichen. Hier kann man beten. Wollt ihr für 25 Draken spenden und einen Segen erbitten? Nö, will ich nicht. Man kann hier Brot klauen. Silber-Dingsbums. Man sieht schon, die haben schon ein bisschen viel Zaster haben die hier. Ne? Also wenn man hier was klauen will, Vorsicht. Die haben sehr viel, aber die haben auch Wachen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Stadtmauer, Hühle.
Ich glaube, hier gibt es gar nicht mehr so viel. Ach, hier. Ruhe. Hier gibt es nochmal den Schmied. Ist ja gut, meine Güte. So, Delegat. Kaiserreich. Dienste. Die Bettino Blabas ist ein Helm. Handel mit Versagen. Ein Hochelf. Genau, der Hochelf macht Werbung für den Schmied und der Schmied macht Werbung für den Elf. Für den Hochelf. Ja, und die können alle zu den Kaiserreich. Man sieht hier, hier gibt es wieder Geldstrafen, weil die Kaiserreichen sind das Gesetz. Blöd. Aber was soll Kaiserreich-Kulte beitreten? Kann ihr den Kaiserreichen beitreten? Man muss nur in eine Festung hineingehen und mit dem Anführer der Festung reden. Kann man sich denen anschließen, wenn man will. Ja, ich habe nur keinen Bock drauf, dass ich mich denen anschließe oder so. Aber man kann mit ihnen handeln. Okay, so viel haben sie jetzt nicht. Breitschwert. Boah, nett. Kaiserkurzschwert habe ich schon. Meistens nur schwere Rüstung. Der Händler hat eigentlich fast schon im Dorf, in der Stadt, hat eigentlich fast schon mehr. Soll ich sagen, Auswahl an Waren. Nicht so viel. Ich könnte ein bisschen was loswerden. Silberschwert lasse ich. Blutschwert. Ich habe hier das Stahl. Gut. Eisendolch könnte ich eigentlich wegschmeißen. Brauche ich nicht. Silberschwert lassen wir. Blutschwert. Silberschwert. Es ist, glaube ich, gleich stark, ne? Blutschwert. Silberschwert. Es hat weniger Haltbarkeit. Das einzige Nachteil jetzt. Hier habe ich nichts. Ich könnte ein paar Tränke verkaufen. Will aber. Die will ich jetzt behalten. Hier gibt's glaube ich nichts Großartiges. Nö. Ein bisschen was loswerden. Da, bitte sehr. So, der Ork hat hier seine Schatzkiste. Wenn man das klaut, man sein ganzes. Aber natürlich, ne? Da ist eine Wache. Da das Schloss hat 75. Ist schon ein bisschen meisterlich, könnte man sagen. So, Holz drum mit 75. Gehören meistens den Händlern. Kommt schon, sagt was oder verschwindet. Was ist denn hier? Alles so unfreundlich. Einige. Kiste, Kiste, Kiste. Alle unfreundlich. Das ist schlimm. Das hier ist die Anführerin, glaube ich. Dieser Festung. Also, es ist, glaube ich, eine Heilerin, wenn es stimmt. Kaiserlicher Kult, ne? Was geht's hier? Bla. Und sie hat einen Heilaltar für uns. Das lesen wir uns mal kurz durch. Ein Heilaltar der Kaiserlichen. Man kann hier beten und Segen erhalten. Na, das wissen wir schon. Man kann sich hier Krankheiten heilen, Gifte heilen. Mitgliederzahlen 25. Also nicht Mitgliederzahlen 25 und Mitgliederzahlen nur 10. Höherrangige kriegen das kostenlos. Also man kann hier in Ränge aufsteigen, ne? Und ja, da gibt es verschiedene Altäre. In Vivik gibt es einen Altar, im Fremdenviertel, in der Wolfenhalle und von Sarit Mora. Und dann nochmal Buckfalter. Der Mondfalterfestung und Darius. Und sogar bei der Magiegilde. Also Magiegilde Altrun. In Altruns war ich noch nie. Kaiserliche Kapelle, ist glaube ich klar. Ebenherz. Ja. Ist cool. Also ein Altar ist so ein. Ja, der bringt schon. Also wenn man je Probleme hat, Altar,
hier hingehen. Die haben alles, was man braucht. Die Kaiserlichen. Jetzt gibt es viel zum Lesen. Tränke. Fangen wir bei Tränke an oder bei Krankheiten? Es wird ein bisschen viel. Heilalter, Heiltränke, Kranke. Tränke. Oh Gott, jetzt geht's los. Handelsübliche Tränke kann man hier kaufen. Dann noch Tränke für selbstgemachte Tränke. Dann Heiltränke, Wiederherstellungstränke, Fertigungstränke. Resistenztränke, aquaratische Tränke, Mystiktränke, Veränderungstränke, Illusionstränke, Entdeckungstränke, Schutztränke und Gifttränke. Ja, das werden wir alles jetzt lesen. Aber es ist wichtig, weil alles in unser Journal. Journal, das kann man mit öffnen. Also ich spiele auf PC. Da kann man nochmal eins durchlesen. Und mit ein bisschen Glück erzählt ihr vielleicht auch noch, wie man Tränke braut, ne? Wenn man Glück hat. So, handelsübliche Tränke. Ja, okay. Sind wirksam. 5 verschiedene Handelsklassen. Billig, Standard, verfeinert, exklusiv. Die Dauer ist je nach Qualität. Einige gibt es nur in verschiedenen Handelsklassen. Die haben nur eine Wirkung, aber dafür garantiert eine, die wirklich funktioniert. Ne? Wenn man Tränke macht, braucht man streng genommen keine Zauber mehr oder Schriftrollen. Aber wir spielen natürlich Magier. Und da werden wir uns ein bisschen teils die Sachen aufteilen. Also einen Teil Heilzauber oder so, oder einen Teil Heiltränke, ne? Und andersrum. Man braucht Apparate. Zutaten und Apparate. Tiere, Pflanzen und Allgemeines aus der Natur. Die Arten. Also alchemistische Apparate, Mörserstößel, Destillierkolben und Alchemieofen und Retorte. Was ich über die Alchemie-Dinger weiß, je mehr du von dem Zeug mitnimmst, desto besser ist die Alchemie. Also die Effektivität. Du hast jetzt 5 Versuche und dann erhöht sich die Chance, dass es funktioniert. Ne? Also ich bin noch ganz, ganz am Anfang. Ich muss noch sehr, sehr viel lernen, dass es funktioniert bei mir, was nicht der Fall ist. So. Es gibt Heiltränke. Tränke gegen Krankheit. Tränke für gewöhnliche Krankheiten, Pest und... hier kommt dann wieder die Sache von Pest und gewöhnlichen Krankheiten. Die erzählt uns dann nämlich noch, es gibt nicht nur normale Tränke für Krankheiten, sondern für spezielle Krankheiten dann auch nochmal. Nämlich Stärke, Intelligenzkrankheiten. Dann gibt es nochmal Wille. Dann noch Geschicklichkeit. Da muss ein bisschen scrollen. Geschicklichkeit, Schnelligkeit. Also für jedes Ding. Gibt es einen Heiltrank. Für jedes Attribut gibt es einen Heiltrank und für jedes Ding gibt es auch eine Krankheit. Ne? Ja, genau. Also die erklärt uns das nochmal in Detail, sag ich mal. Ne? Das weiß ich natürlich alles. Also den Großteil weiß ich. Das Glück einer Kreatur zeigt sich in ihrer Fähigkeit. Also es ist so die Glückstreppe. Grundlegende Attribute. Ja, das Fähigkeit, Stärke, Wille. Glück gibt's nochmal. Charisma. Stärke. Bla. Schnelligkeit. Stärke. Gibt's noch?
Willenskraft gibt's noch. Und einige. So viel zum Lesen. Attribute. Haben wir das gehabt? Habe ich noch Dingens. Ja. So, Magie gibt's noch. Wir haben eigentlich angefangen bei Tränke, oder? Ich muss mal wieder den Faden hier finden. Tränke. Heiltränke. Nö, das war's nicht. Heilalter. Nö, das war's. Gifttränke. Alter Schwede, es ist auch immer so schlimm. Man fängt erstmal mit dem Gespräch an. Ne? Und dann heißt es so, ja, hier, neue Gesprächsoption. Verdammt. So, hier sind wir wieder. Okay, also wir haben die Wiederherstellungstränke gehabt. Kommen wir zur Festigungstränke. Genau, das haben wir alles schon erfahren. Man kann durch die Festigungstränke Attribute kurzzeitig erhöhen. Wiederherstellungstränke kann man alle Attribute, wenn sie durch Krankheiten reduziert wurden, wieder normalisieren. Festigungstränke. Herstellungstränke und Resistenztränke. Das ist das nächste. Erhöhen Widerstände gegen gefährliche Kräfte. Also zum Beispiel Feuer, Gift, Krankheiten. Jetzt hier nochmal Frostschutz, Blitzschutz. Gibt's hier nochmal da. Noch. Aquatische Tränke. Das sind diese Tränke für Wasser, Laufen und Unterwasserart. Das ist ziemlich cool. Ne? Da haben wir schon ein paar Tränke gemacht. Episch. Dann mystische Tränke. Sorgen für heilsame magische Effekte. Also von mystischer Zauber. Mystische Tränke. Hören, Zauber, Absorbierung, Reflexion, Magiebahnen und Telekinese. Hört sich recht cool an. Nur habe ich es nie benutzt. Die mystischen Tränke. Mystischer Zauber. Habe ich nie benutzt. Veränderungstränke. Heilsame Effekte. Schule der Veränderung. Last, Feder und Levitation. Levitation, so heißt es. Ne? Also was der Nemo gerade erwähnt hat vorher. Ne? Levitation. Leviathan ist ein Seeungeheuer. Ne? Also Nemo kennt sich aus. Ne? Genau. Das waren die Tränke. Dann, was kommt noch? Illusionstränke. Das ist, glaube ich, der, wie heißt der? Unsichtbarkeitstrank. Licht und Infravasion. Da kenne ich mich leider nicht ganz auf. Illusionstränke und Illusionszauber. Unsichtbarkeit ist sicher cool. Aber sonst werde ich von Illusionszauber nichts. Es gibt da, glaube ich, noch einen Chamäleon-Zauber. Ja. Mehr weiß ich leider auch nicht. Entdeckungstränke. Mittels Magie kann man größere Entfernungen, Kreaturen, Schlüssel und andere Dinge wahrnehmen. Schlüssel entdecken, Kreaturen entdecken und Verzauberungen entdecken. Als magischer Dieb habe ich die Fähigkeit für Bettlernase. Das ist so ein Skill. Da kann ich für kurze Zeit Dinge entdecken. Ich weiß aber nicht, wie es funktioniert. Wenn sich da jemand auskennt, Entdeckungsmagie oder Entdeckungstränke oder Illusionsdinger, bitte melden. Davon habe ich leider null Ahnung. Entdeckungstränke, Schutztränke. Ja, das Schutztränke ist für Feuerschild, Blitzschild, ne? Ist, glaube ich, selbsterklärend. Und das letzte war Gifttränke. Meine Nachbarn machen gerade wieder Lärm. Sehr schön. Mitten auf der Straße mit dem Hund. Das ist das Beste, was es gibt.
Als gäb's keinen Morgen mehr. Ich weiß nicht, was die Leute mit ihrem Hund machen draußen. Chamäleon. Zauber ist wie Zuflucht. Okay. Jetzt habe ich eine ganz blöde Frage. Was ist der Zufluchtzauber gut? Ich kenne den Zauber nicht. Ich kenne ihn, ja, aber ich weiß den Effekt nicht. Also Chamäleon-Zauber, Zufluchtzauber. Also was die Illusionsmagie angeht, habe ich null Ahnung. Es ist ganz schlimm, ne? Also, ich habe ganz tolle Sachen mit Chaos-Zauber, Feuerball schmeißen. Das ist irgendwie so meins. Aber Illusionsmagie? Nö, vergiss es. Gifttränke. Alles zumindest aus Mangel an Geschick oder Erkenntnis gescheiterte Versuche. Unerfahrene Alchemisten. Giftige Tränke, Stärke, Intelligenz, Verringerung oder Lähmen. Okay, das ist interessant. Oder jedenfalls ähnlich. Irgendwas hat das mit leichten Schleichen zu tun. Mit besser ausweichen. Frag mich nicht. Okay, also Nemo hat genauso viel Ahnung wie ich gerade, was Illusionsmagie angeht. Oder Illusionstränke. Sehr gut, sehr gut. Da sind wir schon zwei. Sehr schön, sehr schön. Perfekt. Naja, es erklärt schon einige Sachen. Man müsste die Bücher lesen. Im Spiel, in-game, müsste man alle Bücher lesen. Um wirklich alles zu kapieren in dem Spiel. Aber es sind sehr, sehr viele Bücher. Und ich glaube, niemand liest alle Bücher im Spiel. Also nicht wirklich alle Bücher. 200 Bücher, 300. Ich weiß nicht, wie viel. Sehr, sehr viele Bücher. Sehr viele. So, Heiltränke. Ah, stimmt. Da war noch was mit Pest und Krankheit. Das gibt's auch noch. Auch wichtig. Heiltränke kurieren Krankheiten. Und schwere Leiden. Tränke gegen Vergiftungen, gewöhnliche Krankheiten und Lähmung und Pest. So, jetzt wird's interessant. Heiltränke gegen Krankheiten. Ah. Hier kommt dann nochmal das Detail. Krankheiten, gewöhnliche Krankheiten. Pest, Korpuskrankheit, gewöhnliche Krankheiten. Vampirismus. Ja, hier kommen wir zu dem Punkt, wo das Vampirismus-Dingens erwähnt wird, ne? Pestkrankheit, Korpus. Entdeckungen. Ah, okay. Also wenn ich jetzt Schnüfflernase benutze, den Skill, kriege ich auf der Minimap angezeigt. Ah, okay. Also ich benutze kaum die Minimap, wenn ich Items suche. Ne? Auf das muss man kommen. Oh Mann. Aber es gibt auch sehr viel zum Lesen. Ne? Also die Hälfte von dem, was man wissen muss, kriegt man eigentlich in-game um die Ohren gehauen. Falls man danach sucht, diesen Büchern. Das ist das Schlimme an dem. Fangen wir mit gewöhnlichen Krankheiten an. So. Ach du Scheiße. Schwellsucht, Gelenkfolter, Memorialia, Schwarzer Haus, Krippendemenz, Grünsporn, Feuchtwurm, Rostpocken, Lehmsucht, Araxie, Welksucht, Sumpffieber, Eistanz, Braunfäule, Gelbbeulen. Ach du. Es wird immer schlimmer. Aber okay, hier, das ist wichtig. Das ist wichtig. Wenn man eine Krankheit hat im Spiel, dann sollte man wissen, was für eine Krankheit man hat. Und das ist hier gerade erklärend fürs Spiel.
Wenn man das nicht weiß, hier kriegt man es gerade erklärt, von Krankheiten zumindest, ne? So, Krankheiten. Schwellsucht. Gewöhnliche Krankheiten gegen die Geschicklichkeit beeinträchtigen. Okay. Gelenkfolter. Krankheit, die irgendwas mit Beweglichkeit einschränkt. Entzündete Gelenke. Uff. Heilige Mutter Gottes. Gelenkfolter. Memorial. Uff. Die Erinnerung und der Denkprozess des Opfers befällt. Gedächtnisschwund, Desorientierung. Ja, okay. Auch nicht. Wellensucht, Gelenksucht, schwarzer Hauch. Eine ausgesprochene gefährliche Krankheit. Muskelzuckungen, mentale Verwirrung. Ah, okay, das ist eine Krankheit von Knochenläufern und Skeletten. Skelettfürsten. Ah, okay, die müssen wir uns merken. Die sind gefährlich. Schwarzhauch. Skripegin. Die Seele und das Verhalten wird beeinflusst. Halluzinationen. Schuppen der Haut. Okay, interessant. Oh, die Grünspur. Reizbarkeit und Gewalttätigkeit. Anfälle. Leichte Demenz. Flachterfisch. Also sogar die Fische in dem Spiel können Krankheiten übertragen. Das ist ziemlich heftig. Oh Mann. Okay, was haben wir neu? Grünsporn, Feuchtwurm. Feuchtwurm. Einschränkt Beweglichkeit, Muskelkrämpfe, Zuckungen. Höllenhund, den haben wir auch schon gesehen, den Höllenhund. Der ist aus dem Nichts gespawnt. So, Rostpocken. Schwellungen, Hautausschläge, Muskelkrämpfe. Ratten. Ja, Ratten sind halt. Was noch? Lebenssucht. Beeinflusst Stärke. Ach, weiche Muskeln. Radine. Undquam. Aha. Araxie. Beeinflusst Stärke und Geschick. Okay. Elksucht, Stärke und Konstitution, Klappheit, Atemnot, Drück war irgendein ganz böses Moment, das weiß ich noch. Elksucht, Sumpffieber, wir haben es bald. Krankheit, die Stärke beeinflusst. Erhöhte Körpertemperatur und Delirium. Also die haben sich da schon in dem Spiel sehr viel Gedanken gemacht. Stärke Konstitution. Zittern, chronische Müdigkeit. Okay. Eistanz. Ohrenfäule. Stärke Beeinflussung. Nekrose und Schlaflosigkeit. Uuks. Die Kruse war, glaube ich, was ganz, ganz Schlimmes. Gelbbeulen. Einflussstärke und Beweglichkeit. Blutergüsse, Schwellungen. Uuuuks. Yummy. Rüttelfieber. Rüttelfieber ist nicht schlimm. Eine Krankheit, die Willenskraft. Die Wendigkeit des Opfers beeinflusst. Muskelkrämpfe, Teilnahmlosigkeit. Durch die Höllenhunde übertragen. Ah, okay. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Krankheiten. So. Es gibt gewöhnliche Krankheiten. Es gibt die Pest. Pest.
Fest ist das nächste. Puh, alter Schwede, so viel zum Lesen. Pestkrankheiten, Aschekrebs, Anthrax, Schwarzherz und Asche W. Die Pestkrankheiten kommen vom Peststurm. Also im Spiel gibt es da einen Ascheberg, Aschevulkan. Und die Biester dort sind alle sehr, sehr gefährlich. Das Gebiet des Roten Berges. Ihr benötigt die Resistenz gegen die Pest, wenn ihr dorthin wollt. Ja, und auf dem Ascheberg gibt es diese Pestkrankheit. So, was haben wir hier? Beeinflusst das Verhalten von Befallenen. Korpusbestien. Das ist auch wieder was Spezielles. Korpusbestien. Dann, was haben wir hier noch? Anthrax, akute Form der Pest. Geschicklichkeit und Beweglichkeit mit beeinträchtigt. Korpusbestien, Pestmob. Ja. Schwarzherz. Eine akute Pest. Stärke und Konstitution. Korpusbestien, Pest. Ja, also hier, da geht's schon los. Ne? Also wenn man zum Ascheberg will, dann sollte man aufpassen. Oh Mann. Asche wie akute Pest. Wille und Denkvermögen wird beeinträchtigt. Korpusbestien, pestkranke Kreaturen. Ja. Jetzt können wir hier nochmal Korpus. Mal. Wir gehen wieder auf die Tränke. Nicht Gifttränke. Was denn? Nicht Heiltrank? Heiltränke. So. Tränke gegen Krankheit. S. Gewöhnliche Krankheiten. Da waren. Das sind wir nicht richtig. Pest. Pest. Nämlich hier war noch irgendwo Dingens. Korpus. Korpusbestien. Korpus ist eine tödliche Krankheit, die sich schwerwiegend auf den Körper und Geist des Betroffenen auswirkt. Symptome sind Demenz, Gewalttätigkeit, unansehnliche, entstellte Hautauswüchse. Die Krankheit wird durch Korpusbestien, andere Pestmonster übertragen. Was hier noch war? Hier war noch irgendwas mit Vampiren. Das wollte ich nochmal lesen, aber irgendwie finde ich es. Krankheiten, hier war es glaube ich. Krankheit, Korpuskrankheiten, männliche Krankheiten. Und Krankheiten, Vampirismus. Also die Korpuskrankheiten haben wir hier. Pest und Korpusmonster. Ah, da wird es nochmal mehr erklärt. Die seltene Form der Pest sind die Korpus. Kreuzritter stecken sich mitunter an, wenn sie mit Korpusmonstern innerhalb des Geisterwalds kämpfen. Ne? Der Geisterwald ist so der Eingang zum Pestberg, also zum Ascheberg. Die Krankheiten können nicht heilen. Die Krankheiten werden durch Korpusmonster unter Telvir, dem Turm der telvanischen Zauberer, die war Gitvir, geschickt. Sie werden wahnsinnig und ihre Körper werden dick und entstellt von unnatürlichen Wucherungen. Es ist eine tödliche Krankheit. Manchmal dauert es länger, manchmal ist es eine Frage von Tagen. Das ist schon ein bisschen böse. Ne? Krankheiten. So. Das haben wir, glaube ich, fast alles. Krankheiten, Korpuskrankheiten, gewöhnliche Krankheiten. Pest hatten wir schon. Und jetzt wird's interessant. Die Rede ist von Vampiren. Ja. Einige sagen, dass Vampire eine Krankheit ist. Vampirismus. Doch weder Tempel noch Kult sind in der Lage, ihn zu heilen. Das ist eine Fehlinformation. Man kann Vampirismus heilen. In dem Spiel zumindest. Die Zauberer der Magier sind nutzlos. Doch ich gestehe, dass ich noch nie einen Vampir getroffen oder nur darüber nachgedacht habe, wie ich mich verhalten würde. Ich würde wohl fragen, wie ich fliehen kann, anstatt ihn zu heilen. Ich weiß nicht, wie das Kaiserreich es sieht. Ja, doch wir wissen, Vampire sind gefährlich.
Wir versuchen sie zu töten, immer wie wir sie treffen. Also hier wird erklärt, ne? Wenn du einen Vampir spielst, dann bist du am Arsch. Ne? Also komplett am Arsch. Ah, mal wieder ein paar Zauber. Ah, die sind schweineteuer. Ach, leck mich doch. Ebenso Energie wiederherstellen. Gegengift. Warte mal, 31 ist eigentlich billig. Wird man es kaufen. Gegengift ist auch gut. Unpote vertreiben. Konstitution. Intelligenz. Das kostet schon wieder 200. Das ist billig. Rechtschaffende. Lebensenergie absorbieren. Lebensenergie absorbieren ist ungefähr so wie der Zauber von Vampiren. Der Lebensentzugzauber. Das habe ich gelesen. Ja, ich habe die Lösung hier, aber ich habe es gerade nicht offen. Ich habe das durchgestöbert, könnte man sagen. Und das ist so ein Absorbierzauber. Der stiehlt HP vom Gegner. Also als Vampir ist es eine der wenigen Fähigkeiten, die man benutzen kann, um seine HP zu heilen. Ja? Als Vampir hat man dann noch ein paar andere negative Eigenschaften. Einen das Leben erschweren, was ich weiß. Aber dazu später. Gegengift ist wichtig. Lebensenergie wiederherstellen, ja. Konstitution. Es kostet alles zu viel, ne? Wie viel Money haben wir jetzt? 1000, oder? Ja, 1000. Dann sage ich mal: Balsam. Ich bin eben Balsam. Ist so ein kleiner Heilzauber. Anfängerheil. Einmal. Und. Gegengift. Nehmen wir Gegengift. So, ein paar zwei kleine Zauber sind Heilzauber. Die muss ich noch üben. Und das sind so ein paar Anfängerzauber. Da kann ich recht leicht üben. Hundefleisch, Haupt, Flechten sind gut. Kombeeren, Bittergrünblätter. Ah, hier kann man kreuzen. Das ist recht praktisch. Aschegrat, Hustengras, Sumpfblume. Ich habe mir schon ein paar Sachen aufgeschrieben für Alchemie. Da müssen wir echt nochmal drüber schauen, dass ich das ein bisschen erhöhe. Nämlich, ich bin doch der komplette Anfänger in Alchemie. Ich habe geguckt bei der Charaktererstellung. Da gibt es ja für jede Klasse Magie, Diebstahl und Krieger. 7 verschiedene Klassen. 7 verschiedene. Und ne? Ich habe von der Klasse der Magier die schwächste Klasse genommen, die es eigentlich gibt. Ne? Also fast die schwächste. Magie auf Stufe 4, Gleichen auf 4 und Kampf auf 0. Ne? Und ein Magier hat einen Maximalwert von 7, was Magie angeht. Und es unterteilt sich dann auf 6, 5 und 4. Ich habe halt das Niedrigste genommen. Ja, gut. Die Tante haben wir bequatscht. Boah. So. Tür. Gott. Tür. So. Tür zu. Ich wollte eigentlich noch was klauen. Die Frage. Wo war der Gang mit dem Bogen? Warte. Wo war der Bogen? Bogen? Da gab es noch Kisten. Ist jetzt ein bisschen kritisch, hier Kisten zu plündern. Da rennt eine Wache rum. Ne? Ja, tun wir mal kurz speichern. Wir haben sehr viel gelabert. Sehr viel neue Informationen, die wichtig sind fürs Spiel. Jetzt schauen wir zwei Viewer zu. Ich habe keine Ahnung wer. Also, meine Systemmaus ist noch immer tot. Ja. Ich weiß nicht, wie ich den Stream beenden werde. Ich weiß es nicht, ne? Das ist schlimm. Ne? Ich kann nicht auf Pause klicken oder so.
oder auf Outlaws. Funktioniert nicht, ne? Eins kann ich probieren. Manager. Task beenden. Müsste ich mal schauen. Task. Task Manager? Ja, doch. Nee. Scheiße. Drei. Task ausführen. Das war's nicht. Optionen? Nein, das auch nicht. Ansicht? Okay, da war auch nichts. Also wer eine Idee hat, wenn die Systemmaus tot ist. Morrowind. Kannst nicht anwählen. Morrowind. Ah, hier kann ich die Prozesse, Dienste, Ask. Nee, ich kann es nicht an. Nee. Das ist jetzt ein Problem. Also wer weiß, wie ich die Systemmaus wieder sichtbar mache, bitte melden. Ich hab grad keiner. So, jetzt können wir nochmal gucken hier, da geht's nach Telegrad, da geht's zur Südmaus. Da war die Südmaus. Da war Telegrad, da ist die Südmaus. Irgendwo war noch was zu klauen. Also da gibt's dann noch, sag an. Hallo. Will? Es gab noch einen Bogen zu klauen. Zwei. Ja, Spiel. Da ist der Haupteingang. Und hier gab es nochmal den Seitenweg. Hier. Da ist noch ein Seitenweg. Können wir runterlatschen. Hier geht es glaube ich zum Keller. Hier. Nichts. Was haben wir hier? Ah, Gold. Gold ist immer gut. Ja, damit. Und ein Seelenstein. So. Max. Was? Los 45? Okay. Das kenne ich noch gar nicht. Also die Tür habe ich gar nicht in Erinnerung. Das sehe ich aber als wertvoll. Vielleicht brauche ich da irgendeinen Schlüssel. Da oben? Nicht, was hier oben war. Ich muss mal gucken. Ah! Warte. Das hier ist, glaube ich, der Anführer. Amgor. Hallo. Die Bims. Wer bist du? Warte mal. Er ist ein Hochelf. Wenn es stimmt, ne? Da sieht man's. Ein stolzer Hochelf. Und er ist natürlich ein Kaiserreicher. Da kann man wieder mit ihm plaudern. Dann kann der Legion beitreten. Zum Teufel bist du? Ein Beruf ist Waffenmeister. Ich habe den Umgang gelernt mit allen Waffentypen. Nahkampf, Langwaffen, Kurzwaffen, Äxte, stumpfe Waffen und Speere. Ah, okay, der kann uns trainieren. Es ist ein Ausbilder. Ah, das ist praktisch. Also den Typ müssen wir uns warm halten. Waffentyp. Langwaffen. Nice. Dann, was noch? Stumpfe Waffen. Äxte. Zack. Okay. Billig und einfach. Langwaffen. Claimer. Bla bla. Äxte. Auch gut. Jo, passt. Ah, okay. Maus sichtbar machen. Sichtbar. Windows kann man einstellen. Tastendruck STRG.
Estergie. Warte mal, da muss ich kurz was tappen. Estergie. Nö. Ich sehe keine Mauer. Estergie. Nö. Mein Problem war, ich bin erstmal kurz aus dem Spiel rausgetappt und eigentlich hätte ich mit Tab ins Spiel wieder reintappen müssen. Aber ich habe mit der Systemmaus ins Spiel wieder hineingetappt. Das ist das große Problem. Sobald das Spiel eigentlich wieder aus ist, müsste die Maus wieder sichtbar sein. Mein Problem ist jetzt halt hier, das funktioniert nicht. ja. Ich könnte mal gucken. Desktop? Nö, Desktop ist auch nicht. Also bei Desktop habe ich meine ganzen Verknüpfungen. Nee, da ist nicht. Ah, da. Nee. Auch nichts. Schade. Naja, man muss es vorher einstellen. Ja, das ist das. Ja, das habe ich nicht wirklich gedacht, ne? Dass ich da irgendwie Probleme jetzt hätte mit der Maus. Ja, auch schön. Aber ja. Da muss ich halt auf brutale Art und Weise den Laptop ausschalten. Wenn das jetzt hier nicht will, ne? Ja, wir haben schon 2 Stunden. Ich mach nicht mehr so lang. Ach, das ist ein Typ, der nur für den kaiserlichen Kult arbeitet. Also Ausbildung ist hier gar nicht. Doof. Schade. Ich hab gedacht, ich hätte hier einen Lehrer. Aber der mag mich nicht, der Typ. Schade. Dann halt nicht. Ist auch wieder nach unten. Hier lang. Ah, bin ich hier? Hier bin ich wieder am Anfang. Bin einmal quer durchs Zimmer gelaufen. Wow. Man kann sich hier schon übelst verlaufen. Schlimm hier. Das ist wieder die Tür, ne? Ja. Ich weiß, dass es hier noch einen Gang gab. Es gab hier einen Gang, der führte an einen ganz bestimmten Ort. Südmauer. Das ist die Südmauer. Hier gibt es noch ganz bestimmten Loot, das weiß ich. Ah, das sind die Schlafräume. Hier sind wir richtig. Müsste es noch? Kiste. Hier gibt es noch einen schönen Bogen zu finden. Und diesen Bogen will ich. Ja. Und speichern. So. Einmal speichern. Vorsicht. Okay, hier gibt es Items. Die kann man klauen. Und verhökern. Die Kisten muss man es merken. Ich schaue mich jetzt nochmal hier um. Hallo. Auf weiter. Ich will hier nur die Kisten plündern. Auf weiter. Komm schon. Es ist schlimm mit der Wachen. Einmal laufen sie quer durch das ganze Zimmer. Kommen eine Stunde später. Oder aber sie bekommen ständig 60. Lauf! Hau ab! Ich will doch nur die Sachen klauen. Ihr habt mich das letzte Mal bestohlen. Widerstand leisten! Attacke! Attacke, Attacke! Ach, mach! Werf an! Ah. Okay, das war's. Scheiße. Na gut. Es wird ein bisschen schwierig. Oh je.
Laden, Ladebildschirm. Ah, die Maus kommt trotzdem. Schade. Ab und zu beim Laden braucht das Spiel ein bisschen, bis es fertig geladen hat. Und dann kriege ich wieder die Systemmaus. Manchmal funktioniert das. Aber halt nicht immer. Ne? Schade. Also ich könnte noch ein bisschen rumtricksen, zu versuchen. Ah, ich habe meine Systemmaus wieder. Juhu! So, jetzt erstmal erste Tagesordnung. Im Chat aktiv sein. So, als Streamer im Chat aktiv. So, haben wir das. Ah, die Wachen. Also ich versuche die immer gern zu besiegen, aber es ist mit Level 5 ein bisschen schwierig, ne? Na, das hat doch einen Effekt gehabt. Also einmal sterben, Ladebildschirm und die Maus ist wieder da. Ne? Läuft. Es war nicht umsonst. Ah, ich schwitze aber gerade wie ein Schwein hier. Boah, Scheiß. Okay. Weiter im Spiel. Also hier gab's noch die Kisten zum Plündern. Und hier gab es ganz, ganz viele Kisten. 25er Kiste, 25er Kiste. Ja. Hier gab es nochmal Rüstungsteile. Also hier gibt es das ganz große Geld als Dieb. Hier gibt es noch ein schönes Buch. Gefangene im Fort Delegar. Wir müssen noch ins Gefängnis, das stimmt. Systemsteuerung, Maus, Registerkarte, Zeigeoption, Häkchen im Zeigeoption beim Drücken von STG anzeigen. Aha. Das hört sich gut an. Schreibst du mir das als PM? Jetzt kann ich das schwer irgendwie notieren. Einfach PM. Ja. PM, ne? PM hier, also Name, Flüstern und PM, ne? Also, dass ich mir das merke. Jetzt im Stream werde ich es mir nicht merken. Ich schaue mir auf jeden Fall nochmal an. Der Zeigeoption, das wäre mal recht praktisch, glaube ich. So, Gefangene, wir müssen noch in den Kerker. Derzeit Gefangene in Delegate. Morbasch, Grog, Schaktup, Mark, gute Verfassung. Inhaftiert wegen Schlägerei in der Taverne, zur Mitte, Bußgeld, für Schäden an 3 Stühlen, 1 Tisch, 2 Fenster in der Taverne. Zur Mitte wird dadurch Zwangsarbeit abbezahlt. Danke, Nemo. Danke, Daumen hoch. Neo Neuschuh Braco Bosmer. Akzeptierter Zustand. Akzeptabler Zustand. Inhaftiert wegen Diebstahl. Versuchter Raubüberfall. Verschwörung. Versuchte Flucht. Also wir haben hier schon 2 Kandidaten. Die könnten uns vielleicht was erzählen. Wir müssen die Kerker räumen. Wegen den Dieben. Und wir müssen die Kisten blenden. Jetzt muss der Typ mal weg hier. Das ist schlimm. Und wie ist mein Skill? Mein Skill ist 15. Verdammt. Ich kann die Kiste nicht öffnen. Nein. So eine Scheiße. Also ich habe noch einen weiteren Grund zur Diebesgilde zu gehen. Dass ich mein Diebesgilde erhöhe. Danke. Spiel. So, Zellentür. Hallo. Yes. Ich will nur mit den Gefangenen reden. Hallo. Geldstrafen. Ja. Gerüchte. Eiser voll.
Kaiservolk, Kaiserreich, Kaiserkult, Kaiserlegion, Kaisergesetze, bla bla bla. Wache. Wache. Geldstrafe, bla bla. Das weiß ich schon alles. Gerüchte. Die kaiserliche Wache. Alles klar. Hier gibt es eine schöne Kiste. Blöde Wache. Und hier gibt es Zellentüren. Und hier können wir uns ausruhen. Wir können uns hier ausruhen. Also wir sperren uns hier selbst ein. Ja. Die Zellentür ist leer. Und deswegen diese Zellentür auch nicht versperrt. Wir können hier uns ausruhen. Wenn wir wollen. Es gibt natürlich keine Kisten oder so, ne? Ist doof. Aber egal. Die Wachen können uns nichts hier, ne? Also, wir ruhen uns aus. Gehen wieder raus. Und ja. Wir sind so ein richtiger Rumtreiber. Was ist wieder diese Tür? 5 und 9. Ah! Will da rein. Hallo? Bragui Neuschuh. Hallo, wer bist du? Seid ihr ein Gefangener? Was habt ihr getan, dass ihr hier seid? Du? Ich bin Dragur Neuschuh. Nur mal dies, mal das. Ja, ja, ich weiß. Ah, das Flüstern ist angekommen. Was? Flüstern? Flüstern! Gib mir das Flüstern. Nemo hat geschrieben. Ja, genau. Schreib. Nemo, schreib. STRG-Taste einstellen. Einstellen. Nemo, schreib mal. Erinnerung. Also den ganzen Text rein. Den ganzen Text reinknallen. Im Stream merke ich mal das nicht. Na? Den ganzen Text reinhauen. So. Diebesgilde. Der Typ ist von der Diebesgilde. 100%. Furchtbarer Ort. Delegat. Ja. Diebesgilde. Ja, ich möchte der Diebesgilde beitreten. Natürlich lässt er mich nicht, ne? Der Schwachkopf. So, was haben wir hier noch? Zellentür. Ist drin. Ist klar. Auch eine Zellentür. Nichts drin. Ja. Also es gibt hier nur zwei Gefangene. Das ist ein Schläger. Der Schlägertyp. Hallo. Hast du gucken? Was führt euch her? Schade. Ich habe gedacht, der Typ kann doch irgendwie mehr basteln, als ich mir gedacht habe. Aber okay. Ich bin ein bisschen von den Zellen enttäuscht. Na gut, okay. Na dann halt nicht. Zumindest habe ich alles heute geguckt, was ich gucken wollte. Workaround. Optimale Lösung? Nicht optimale Lösung. Aha. Okay. Muss ich mal abspeichern mit dem Workaround Gedöns. Ne? Ja, bei den alten Spielen ist es so, ne? Da ist die Maus im Spiel drin. Kann überall hinklicken, die Maus geht nicht raus. Ne? Oder nur bedingt. Dann sucht man die Maus, wenn man raus aus dem Bildschirm will. Das ist ein bisschen bekloppt. Ne? Ja. Was macht eigentlich Nemo, wenn er kein Morrowind guckt? Das frage ich mich gerade. Es bleibt die Nachricht hier stehen. Hier, was ist denn jetzt? Geflüster hier während des Streams. Okay. Werke bringt mir nichts. Aber ich wollte noch den Bogen klauen. Jetzt ist die Frage. Wo war der Bogen? Also wir können jetzt nicht mal effektiv klauen, weil wir zu schwach sind.
Das ist schlimm. So. Hier steht noch ein Typ rum. Hallo, ich bin's. Ist ja gut. Krieg dich wieder ein. Ah, hier war's. Hier, genau hier. Gibt hier zwei Bögen zum Klauen. Ja. Jetzt muss ich mal hier speichern. Warte. Den Bogen hole ich mir jetzt. Was war los? Nemo? Ich habe gerade den Faden verloren. Hilf mir mal. Mal. Es ist ein Stahllangbogen. Das ist was Episches. Also der ist doppelt so stark wie der normale Bogen, den ich mir gekauft habe. Und Langbogen, den muss ich mal reparieren, ne? Und der Langbogen macht, glaube ich, nochmal mehr Damage und mehr Reichweite. Das ist ziemlich geil. Haha. Kisten? Hat keiner. Ein Vakasi! Ein Eisen-Vakasi! Oh ja. Oh yes. Ja, damit. Was haben wir hier noch? Eine Axt. Nee, Hellebart. Hellebart. Ah, das ist wieder so ein Ding, ne? Man kann sie klauen. Aber ein Stahlsäbel. Ich werde narrisch. Ach so. Alles Mögliche. An Spielen. Okay. Also nichts Spezielles. Ne? Also wäre doch ein Gemüsegarten. Oh yeah. Stahlsäbel. Arrr, sexy. Ne? Auf jeden Fall hier in der Festung kann man so viel Zeugs klauen. Man glaubt es nicht, ne? Also man braucht hier Diebesskill. Diebesskill und oder ein Zauber. Und dann kann man fast alles hier öffnen, was man sich vorstellen kann. Hm. Also wir sind schon weitergekommen. Wir haben ein Vakasi. Ein Eisen-Vakasi. Gibt es natürlich noch Stahl-Vakasi und bla bla. Stahlsäbel. Mal kurz. Kurzschwert. Wir haben das Stahl-Kurzschwert bekommen. Dann den Stahlbogen. Wir hatten einen Eisenkrummsäbel, da haben wir jetzt einen Stahlsäbel. Eisen. Das ist geil. Okay. Also Final Fantasy, ja. Ich spiele das Original Final Fantasy montags auf CD. Ja. Also hier jetzt Follow-Button klicken. Follow-Button sofort. Und ich spiele das auch auf Original CD. Also ich habe hier das CD-Laufwerk drin. Und hier ist die CD. Schiebe ich hier rein und starte das Spiel. Es ist nicht die Steam-Version von Steam Final Fantasy. Die Remastered oder ich weiß nicht, wie es heißt. Ne? Also ich spiele das Original auf CD. Das habe ich damals gespielt. 2000. Schlag mich tot. Ne? Und da habe ich es 10-mal durchgespielt. Und da XP noch. Minus XP. Und jetzt haben wir gedacht, ja, okay, fang's doch mal an. Während alle hier noch mit ihren Remake und bla bla spielen, ne? Das neue gibt's ja jetzt schon. Es ist ganz nett von der Grafik. Aber einige Sachen haben die zu viel geändert. Was mir jetzt nicht so gefällt, ne? Das ist nicht total Schrott oder so. Ja, Witcher habe ich. Witcher 1 und 2 habe ich. Aber ich habe einen sehr alten Laptop. Schlepptop. Da kann ich keine neueren Spiele spielen. Ist ein bisschen doof, aber ja. Hier habe ich nochmal den Zufluchtszauber. Von dem ich keine Ahnung habe, was er mir bringt. Illusionsmagie. Wohltat ist Heilung, das weiß ich. Magieresistenz habe ich hier. Feuerbiss, Wasser. Eisbiss, dann habe ich hier nochmal den Chamäleon-Zauber. 10%. Keine Ahnung, was es mir bringt. Das hier ist die Bettlernase.
Die habe ich durch die Schattenklinge. Die Schattenklinge habe ich die Bettlernase bekommen. Und hier haben wir nochmal die Heilzauber und Giftzauber bekommen. Dann muss ich noch ein bisschen leveln. Das werde ich dann irgendwann mal machen. Also Wohltat 37% ist Schrott. 10% ist da schon ein bisschen besser. Um Heilzauber zu leveln. Okay, also ich habe jetzt schon gewonnen. Ich habe den Bogen gewonnen, Stahlbogen, Stahlsäbel. Ist schon sehr geil. Ja, hier geht's wieder nach unten. Geht's nicht hin. Hallo, ich bin's. Ah, da bin ich wieder bei den Dingens. Ne? Ja, okay. Also so viel gibt's hier gar nicht mehr zu erkunden. Die Rüstungen muss ich mir klauen. Die zwei Kisten noch. Den Säbel und das Zeugs hier auf dem Bett. Ich glaube, das mache ich dann offscreen. Ein bisschen aufwendig hin und her laufen. Nö, ich will nicht. Mein Gott. Ja. Horizon Zero Dawn. Ah, das ist ein ziemlich geiles Spiel eigentlich. Ja, ziemlich geiles Spiel. Das gefällt mir. So, ich tue mal speichern. Spiel. Speichern. Ja, ich habe mir eigentlich alles vorgenommen für heute. Alchemie, Orte erkunden, Diebstahl. Wir waren in der Festung. Und jetzt geht's dann jetzt ein bisschen offscreen. Sachen klauen, Sachen verkaufen und ja. Dass ich dann mit dem Ort hier fertig werde. Bisschen sonst langweilig, ne? Sieht man dann immer wieder nur dasselbe. Ich habe jetzt alles gezeigt, größtenteils. Was ich heute so zeigen konnte und wollte. Boah, es gab sehr viele Sachen. Hier gibt es natürlich nochmal das Journal. Und hier kann man dann nochmal die Tränke nachlesen. Stimmt. Denke. Das alles habe ich mir durchgelesen, ne? Also vom NPC. Das ist schon sehr praktisch, über Krankheiten Bescheid zu wissen. Ne? Die Krankheiten im Spiel. Ja, Pfad des Pilgers. Der gibt mir einen Hinweis auf einen Schrein. Wusste ich jetzt gerade gar nicht. Interessant. Was habe ich hier noch? Was? Getötet. Tensestern. Ja, ich habe einen Dunkelelf getötet. Das war ein bisschen dunkel. Die Dame im Leuchtturm habe ich geholfen. Ein Ring ihres toten Geliebten. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wir haben, glaube ich, alles erforscht. Großteils. Ich würde gerne Dinge tun. Den Stream beenden. Genau. Einstellung, Maus. Systemstellung, Maus. Zeigeroption, Häkchen. Genau. So, nochmal danke fürs Reinschauen, für Tipps, ne? Wegen der Maus jetzt. Also, ich bin ein bisschen verzweifelt gewesen, wegen dem Spiel jetzt hier und Maus und naja. Ich sehe sogar Namen, die ich kenne hier im Stream. Ja. Ich weiß gar nicht, wer hier alle. Sag an. Wer hier alle. Ja, das Journal ist so. Ja. Ich beim ersten Durchspielen. Durchspielen? Bin ich bekloppt? Durchspielen.
Ich rede hier vom Durchspielen. Nein. Blödsinn. Ich habe das Spiel noch nie durchgespielt. Was ich sagen wollte, das Journal habe ich anfangs auch nicht kapiert. Ne? Also, ich war komplett überfordert. Aber im Vergleich hier, klickt man die Optionen, hat man hier die Themen, was man alles von Informationen schon im Spiel rausgefunden hat. Und hier auf Aufgaben kriegt man alle Quests aufgelistet. Und ich finde, das ist ziemlich gut gemacht, eigentlich, wenn man so ist. Ah, ein Follow! Ja, ich danke. Danke für den Follow, Nemo. Danke. Jetzt ist die Frage, ob der Alert geht oder nicht. Alert? Nein, natürlich nicht. Ich muss mal kurz die Ohren zuhalten. Jetzt wird's laut. Es kommt natürlich ein bisschen verzögert. Schauen. Tada! Sehr schön. Danke, Nemo. Auf jeden Fall. Wir machen jetzt Schluss, ne? Für heute. Wir machen für heute Schluss. Ne? Das wollte ich noch kurz erwähnen. Wieder reinschauen. Morgen gibt's ein neues Point-and-Click-Spiel. Morgen. Point-and-Click-Sonntag. Point-and-Click-Sonntag. Ein neues Spiel. Ich hoffe, es funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich habe es probiert. Offscreen funktioniert. Ne? Gucken, ob es im Stream funktioniert. Sehen wir dann morgen. Fiction, Detektiv-Story und Final Recall, also Gedächtnisschwund, werden wir spielen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ne? Es gibt da sehr viel Geplätscher von Wasser in dem Spiel. Sehr viel Grau in Grau. Ne? So richtig Cyberpunk. Also ein bisschen Cyberpunk. Ne? Ein Ei auf einem Planeten mit Terraforming. Und das Ganze dann verstrickt halt mit, wie sag ich's? In Point und Click, ne? Das schauen wir uns an. Morgen, Point und Click. Montag gibt's wieder Final Fantasy. Ich hoffe, wir schaffen das Midgar-Finale am Montag. Montag Final Fantasy. Ja, und Samstag dann wieder Morrowind, ne? Wenn's kein Unwetter, kein Sturm, kein Hagel oder irgendwas Sonstiges gibt. Ne? Also, man sieht sich. Tschüss. Ciao. Ciao.